So, ja, ich bin hier dabei, jetzt nochmal die Eröffnung zu machen, Alpino. Ja. Ja, ich bin da. Und wunderbar, ich begrüße auch alle recht herzlich hier auf okitalk.com. Wir haben hier auch den Live-Call, das Skype-Telefon heute hier eingebunden. Und wir haben eine Sondersendung hier gemacht, weil ACTA ist momentan ein ganz großes Thema. Wir sollen uns alle mal ein bisschen darauf Gedanken machen. Die Überschrift heißt Sondersendung ACTA et ACTA pro contra zu Internetzensur. Internetzensur? Was ist eure Meinung zu ACTA, so heißt das heute? Und wenn ich auf ACTA gehe, was heißt ACTA überhaupt? Anti-Counterfeiting Trade Ja. Agreement heißt das. Und das heißt, untersetzt das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, kurz ACTA, auf Deutsch Anti-Produkt-Piraterie-Handelsabkommen. Ja. Lass mich mal übernehmen, bitte. Gerne, Alpino, ich gebe dir das Also, Wort. Bitte. Thema heute ist ja ACTA. Und zwar, wie, wo, wann, warum ACTA. Anti-Counterfeiting, auch schweres Wort, Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Ja, irgendwie die ausgesprochene Abkürzung. Und ja, die Frage ist ja hier, wer hat hier vor wem Angst, zu kurz zu kommen? Filmindustrie, Musikindustrie, dann hier irgendwelche einige große für sich ein Milliardengeschäft von Zusatzgeldern einzunehmen, weil über das Internet geht ja auch viel Geld verloren oder Einnahmen schaffen oder irgendwie einnehmen, zum Beispiel durch penible irgendwie Internetkontrollen durch die Provider. Also hier wird auf jeden Fall ein großes Geschäft gewittert und ja, und auf der anderen Seite wird natürlich auch Geld verdient im Internet. Das Internet wird missbraucht und werden auch illegal viele Millionen Gelder damit verdient. Und einige wollen sich das eben nicht entgehen lassen. So ist dann diese Idee zu ACTA, scheint ja schon, das ist ja nicht heute, so viel ich weiß, liegen die Wurzel zu ACTA schon 5 Jahre zurück. Gemein an dieser ganzen Geschichte, ja, dass 80%, also man kann es gar nicht glauben, also 80% der Weltbevölkerung sind ausgeschlossen, also nur 20% haben darüber entschieden oder vorgehandelt oder vorspekuliert, was hier zu tun ist. Und selbst die EG war also bei diesen internen Gesprächen nicht dabei. Also stattdessen ist dann hinterher das Ergebnis denen vorgelegt worden. Aber direkt am Tisch, so viel ich weiß, wie gesagt, ich kann auch nur das wiedergeben, was ich jetzt so über die Medien gemacht habe, dass direkt am Tisch, am verschlossenen Tisch, war eigentlich nur Japan und Amerika. Waren Weltmächte oder was weiß ich, oder diese beiden haben eigentlich so die Vorkonditionen für ACTA eigentlich ausgeklügelt. Viele Staaten, ich glaube, das sind 30 oder 40 insgesamt, davon sind dann auch denen auch gefolgt. Und ich habe natürlich mal eine Liste gemacht. Moment, ich fange jetzt mal ein bisschen von hinten. So, Liste der beteiligten Staaten: USA, Japan, Kanada, EG-Staaten. Jetzt müssen wir sagen, EG-Staaten. Deutschland hat noch nicht unterschrieben. Und Polen ist ja, glaube ich, in der EG. Polen hat auch nicht mitgemacht. Aber ich glaube, 22 EG-Staaten haben mitgemacht. Schweiz ist noch am Überlegen, also noch nicht. Aber Schweiz, denke mal, nach der ganzen Protesten wird schon wahrscheinlich Schweiz auch aussteigen. Da liegt auch, sag mal, die große Hoffnung drin, dass viele Staaten nicht einsteigen, nachdem einfach über die Öffentlichkeit auch sagen, was ich auch wirklich gut finde. Und ich habe auch mal vorgenommen, wenn jetzt hier die Termine war ja am 18.02.2012, nee, am 11.02.2 war ja ein Protesttermin in allen großen deutschen Städten und auch europäischen Städten und auch noch
andere Länder. Und der nächste Termin, so viel ich weiß, aufgeschrieben, 25.02.2012 wird in alle große, deutsche große Städte wird protestiert. Das beginnt, glaube ich, um 14 Uhr. Die Information könnt ihr euch aus dem Internet holen. Ja, also sollen wir zu den Liste der beteiligten Staaten. Schweiz noch nicht, Südkorea, wie gesagt, unterschrieben, Singapur, Australien, Neuseeland, Mexiko noch nicht, Jordanien, Vereinigte Arabische Emirate haben auch unterschrieben und die Deutschen, wie gesagt, noch nicht, aber so wie in der Vergangenheit oder in den vergangenen Wochen war das einfach so, dass die Deutschen auch die Tendenz hatten dafür, sind aber Gott sei Dank, also die ersten Früchte, ja, die ersten Proteste tragen schon Früchte, dass dann die Deutschen auch schon mittlerweile ins Wanken gekommen sind. Also eigentlich kann man sagen, ein Zeichen, dass Protestieren schon ein wenig hilft. Ja, jetzt würde ich einfach mal auch anfangen. Haben wir jemand, ach so, bist das nur du hier, Ciro? Wäre schön, wenn irgendjemand vielleicht... Ja, im Moment bin ich nur da. Ja, im Moment. Gut, aber dann sag du mir doch mal, was du jetzt an Informationen über ACTA so bei dir angekommen ist. Sag mal so, was du jetzt von Eindruck von ACTA hast. Ja, ACTA ist eigentlich eine Unverschämtheit. Mehr brauchen wir da gar nicht mehr zu sagen. Na, ja. Es wird hier auch mit, die haben Angst vor uns. Momentan habe ich gerade eine Zuschrift bekommen. Und, Moment, wer hat Angst vor wem? Das würde ich mich mal interessieren. Ach, wir haben einen Wart, wir haben zwei Leute, das ist ja gut. Dann würde ich doch mal sagen, stellen wir mal eben deine zurück, wenn du einverstanden bist, und hol mal eben die Warten, aber die sind ja auch. So, dann würden wir sagen, begrüßen wir mal den Sven Blue, der ist ja als erster, dann geben wir dann gleich das Wort und dann kriegt der Werner dann als nächstes. Sven Blue, bitte. Dann, das Wort an dich. Genau. Wer hat Angst vor uns? Ja, die haben vor uns Angst natürlich. Das wird die Wahrheit rausbekommen, was die vorhaben. Das ist ganz einfach. Ja. Weil sobald die einen Riegel vorschieben können, machen sie es natürlich und dann können die frei und den Freibrief, dann können die mit der Verblutungsmaschinerie richtig loslegen. Also das heißt, ja, Moment, wir müssen mal ein bisschen dasselbe. Das nachhalten. Erlaube uns, dass wir mal ein bisschen nachfragen. Wir haben ja Zuhörer und die Sendung soll ja auch ein bisschen weiter irgendwie archiviert werden. Also vor wem haben wir, wer hat vor wem Angst, Sven? Bitte. Das ist natürlich die Bundesregierung und natürlich auch die Musikindustrie. Die haben auch Angst vor uns, weil gute Plattform ist momentan YouTube und Facebook und wird fleißig runtergeladen und verteilt, geteilt und da wollen die, haben die natürlich Angst davor, dass sie da nichts mehr verdienen dran. Verstehe, darum geht's. Also die haben Angst, dass denen die Einnahmen verloren geht, die richtig, jetzt einfach durch das Hin- und Erreichen durch YouTube und Facebook einfach, dass denen, die an denen vorbeigewirtschaftet wird, richtig? Genau, darum geht's. Dann erstmal danke, vielen Dank an dir, dann geben wir erstmal das Wort Werner zu ACTA. Bitte, das Wort an dich, Werner. Ja, hallo, ich habe gerade ein ganz neues Urteil des Europäischen Gerichtshofes gelesen. Ja, und zwar ACTA. Zu... Jein. Okay, also es geht um präventives, also das präventive Filtersystem in sozialen Netzwerken ist nicht zulässig. Der Europäische Gerichtshof hat es jetzt festgelegt. Ich schicke euch gleich mal den Link. Dann könnt ihr euch das gerne selber anschauen. Ja. Gut, das kannst du kannst ja den Link gerne reinposten. Dann würde ich doch mal sagen, jetzt, Ciro, dann setzt du doch mal fort zu dem, wo du vorhin angefangen hast. Erstmal Dank, Werner. Ich hoffe, ihr bleibt hier dann mit hier euch dann weiter beteiligt. Ciro, bitte das Wort an dich. Ja, da bin ich ja da. Wir, wie gesagt, ACTA haben wir ja schon nicht die erste Sendung hier gemacht bei OkiTalk. Ja. Und wenn ich an ACTA denke, denke ich natürlich erstmal an einen großen Kuchen, den die Herrschenden für sich behalten wollen. Und eine Kontrolle uns überreichen wollen, das Volk möglichst klein zu halten und sich nicht kreativ zu entwickeln. Ja. Deswegen Internetzensur, was man hier sagt. Ich begrüße auch unseren User gerade, der reingekommen ist, auf unserem OkiDoc-Chat, auch der ist freigeschaltet. Ja, super. Ja. Setz mal fort, ja. Ich denke, wenn ich an ACTA denke, wie gesagt, es müssen viel mehr Menschen erstmal verstehen. Es sind ja auch falsche Informationen. Die meisten Menschen wissen ja gar nicht, was damit gemacht wird.
der Markt sollte von meiner Seite aus ruhig frei sein. Wie viele Künstler, so sage ich jetzt mal, haben überhaupt gar keine Chance, nach oben hinzukommen, aufgrund dieser Strukturen. Auch das muss man mal hinterleuchten. Ja. Jetzt verstehe ich aber einzig, du sagst, viele Künstler haben nicht die Chance, hochzukommen, aufgrund vieler Strukturen. Welche Strukturen meinst du jetzt genau hier? Ja, dann also, wo ist denn jetzt die Behinderung? Genau. Wie viele geniale Musiker gibt es denn? Es wird doch abgesprochen, wer gerade da oben der große Star wird. Jetzt bevor verstehe jemand hochkommt. Also einige wenige entscheiden, wer so ein bisschen hochkommt. Das heißt, wir haben viele verdeckte gute Musiker, die nicht irgendwie sich nicht wahrgenommen fühlen. Das meinst du? Richtig. Und bist du denn der Meinung, dass die Musikindustrie so sich selber so die Musiker ausgibt und sich selber die macht, wie sie gerade so möchte? Nein, wie gesagt, Deutschland sucht den Superstar. Da weiß doch schon von vornherein, wer erstmal daran dran teilnimmt. Und der Gewinner steht doch mit Sicherheit, auch wenn es nicht beweisen kann, schon vor dem Fest. Ach so, du meinst, dass da nicht wirklich dann die Chance nicht wirklich gleich wird? Okay. Auf keinen Fall. Und jetzt schau doch mal her, wie viele gute, geniale Musiker wir haben. Ne, Sie haben ja nicht mehr die Möglichkeit. A, fehlt ihnen das Geld, B, gehen sie von Kneipe zu Kneipe. Und wenn man wirklich sich aus der Musikszene mal ein bisschen auskennt, dass man ganz genau, das sind richtige Profis. Ne? Ja. Aber sie kommen niemals da hoch. Dafür gibt es zu viele gute Profis auf dieser Erde. Ja. Dankeschön. Okay, ja, danke auch. Ja, bitte. Und zudem kommt es auch darauf an, was die Musiker für Musikrichtung haben. Bei einigen Musikrichtungen gibt es keine CDs zum Beispiel. Ja. Die waren gar nicht zugelassen, sozusagen. Weil die müssen ja von Kneipe zu Kneipe tingeln und so ein bisschen Geld verdienen. Aber so richtig große CDs, von denen gibt es da nicht. Weil sie unerwünscht sind. Mhm. Ja. Werner. Ja, die Bandbreite fällt mir dazu ein. Ja. Die Bandbreite ist vor kurzem, es ist gar nicht so lange her, da sind sie auch bei Deutschland sucht den Superstar oder irgendwo waren sie ganz groß, die waren irgendwie im Endvoting und dann sind sie auch raus gewesen. Von gleich auf sofort. Mhm. Werner, ich möchte nochmal auf dich zurückkommen. Du hast ja vorhin, jetzt nachhinein, wenn ich das so ein bisschen sacken lasse, was Interessantes gesagt. Du sagst, es gibt ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, richtig? Dass die Internetzensur verbietet, oder habe ich das falsch verstanden? Korrekt. Also ich kann es jetzt. Worauf bezieht sich das denn? Weißt du denn noch, worauf sich das Urteil bezieht? Was für einen konkreten Fall jetzt abgeurteilt wurde da jetzt oder verhandelt wurde? Und zwar diesmal stritt sich die Verwertungsgesellschaft Sabam mit dem sozialen Netzwerk Netlog vor einem belgischen Gericht um die Frage, ob der Betreiber nicht dazu verpflichtet sei, Nutzeraktivitäten auf unzulässige Zurverfügungstellung musikalischer oder audiovisueller Werke aus dem Repertoire der Verwertungsgesellschaft präventiv zu verhindern. Ja. So, das EuGH hat jetzt eindeutig gesagt, das ist verboten. Die dürfen nicht alles durchfiltern. Ja. Also die sind davon freigesprochen worden. Der Provider, der irgendwie dazu irgendwas verpflichtet werden sollte, über Urteil, ist dann freigesprochen, also dass er die Verpflichtung nicht einhaben braucht. Richtig? Jeder ist so ein bisschen für sich selber verantwortlich. Darauf ist das dann, dass das Gericht auch plädiert hat. Richtig? Dass jeder irgendwie auch eine eigene Verantwortung zu tragen hat. Richtig? Ja. Ja, jetzt müssen wir aber sagen, dass in Bezug auf ACTA ja ein verschärftes neues Gesetz ja irgendwie kreiert werden soll, um einfach wirklich die Fühler in allen Richtungen auszustrecken. Und das ist ja das, warum wir alle auf die Barrikaden gehen, weil im Grunde genommen, wenn wirklich ACTA kommt, war auch selber erstmal sehr zögerlich bei diesem Ganzen, hat mich erst ein bisschen zurückgehalten. Dann habe ich mir wirklich, es gibt wirklich ein ganz interessantes Video im Internet, was wirklich das ganz deutlich aufklärt, was ACTA also anrichten könnte. Und da muss ich sagen, da habe ich auch Angst bekommen. Hat mich auch ein wenig überzeugt, auch gegen ACTA zu sein. Und also ich bin auch auf jeden Fall in große Sorge, dass ACTA missbräuchlich
gegen uns angewendet werden könnte. Oder wie seht ihr das denn? Wenn deswegen ACTA, wurde es ja, entwickelt. Deswegen ja. wurde es entwickelt. Genau deswegen. Ja, ja. Um die Menschen niederzuhalten. Dass sie sich nicht richtig informieren können. Richtig. Weil solange man die Menschen dumm hält, sind sie nicht gefährlich. Ja, ja, ja. Ist natürlich jetzt nicht wahr. Ach, ich sehe ja gerade, wir haben ja den... Ja, heißt es denn, dass wenn die Menschen dumm sind, wir bezeichnen erstmal, was Dummheit ist und warum sollen Menschen dumm sein oder gefährlich sein, wenn sie mit ja, denken, sage ich jetzt mal. Dann geht es ja um den Machterhalt. Wer definiert denn das in dem Moment? Also die Definition, sie haben Angst, weil die Menschen müssen man ja dumm halten, weil sie ja sonst gefährlich sind. Nein, ich denke mir, die Menschen sind nicht gefährlich, weil die Menschen wollen eigentlich nur ein und alles dasselbe. Wir wollen, wie die einige sagen, also zum Wohlstand. Ich sage immer, das Mindestauskommen, sprich Essen, Trinken, Dach über Kopf, Strom und so weiter. Das ist doch erstmal, was die Menschen wollen. Und es wird immer mehr Menschen in Zukunft geben, die weniger arbeiten. Also ich denke mir, die Masse würde es sicherlich besser machen, wie die wenigen Leute da oben sind. Alleine schon durch das Geldsystem wieder, was in die Wertung geht. Ne? Dieses Geldsystem, was auf Zinseszins und Zinseszins aufgebaut ist, zerstört die Erde. Ne? Wir sehen es ja. Ne? Hätten wir nicht diese Art von Kapitalismus, dann würden wir auch mehr Wald haben, weil wir das viel mehr schätzen würden. Ne? Dann würden wir auch nicht so dieses Öl haben, alleine die Patente und so weiter, was wir alles aufkaufen und gar nicht erst in die Produktion hereinbringen, Arbeitsplätze schaffen. Ne? Allein schon die Logik dahinter, wie wir gefangen sind in diesem System, sollte man mal überdenken dürfen. Und ich denke, dafür sind wir nicht gefährlich, sondern wir sind einfach nur mit einem gesunden Menschenverstand dann da und wollen etwas nach außen hin tragen. Das mal dazu. Danke. Ja, ich hätte jetzt auch mal noch eine Frage an euch alle. Ist denn das Gesetz Internet und Urheberrecht, darum geht es ja hier, die Urheberrechte von der Musikindustrie oder das geistige Eigentum einfach hier zu schützen? Die Frage ist, dieses Gesetz scheint ja irgendwie doch recht alt zu sein. Ist das denn noch zeitgerecht oder braucht es eurer Meinung nach es Reformen? Was meint ihr denn? Reichen die Gesetze aus, wie sie jetzt sind? Ich gebe mal nochmal ein Beispiel, das man ja jetzt auch geschafft hat. Hier, Kim Schmitz von .com, vom Mega Upload, das ist ja ein ganz großer hier, der im Geschäft war. Den hat man ja auch geschafft, auf jeden Fall lahmzulegen mit vorhandenen Gesetzen. Da frage ich jetzt wirklich, brauchen wir wirklich ACTA? Reichen die Gesetze nicht aus? Und darf es eine Reform der Urheberrechte? Bitte, das war dann euch mal. Irgendjemand, dass er was dazu sagt. Wie empfindet ihr das? Egal, wer was sagt. Bitte. Ja, der Günther ist gerade reingekommen. Ja, Günther, bitte, Günther. Das war dann dich. Hallo Günther erstmal. Ja, hallo. Wir grüßen dich. Die Frage hast du verstanden? Möchtest du dich sofort dazu äußern? Ja, ja. Na, prinzipiell wäre das legitim, sage ich mal, dass die Urheberrechte geschützt werden müssen im Internet. Also eine neue Reform. Verstehe ich das richtig? Ja. Natürlich brauchst du immer wieder Reformen. Es gibt ja kein Medium, das sich so schnell entwickelt wie das Internet. Ja. Also da hängst du sowieso hinten nach mit den Gesetzen, Reformen und so weiter. Mhm. Das andere Problem ist natürlich, dass ja das Internet als freies Medium gedacht war, eben als Austausch der Menschen eigentlich war es gedacht natürlich für Kriegszwecke, aber das World Wide Web hat sich ja dann entwickelt eben als freies Medium und Austausch und Vernetzung von Menschen, nicht? Und es ist leider Gottes ja eh schon so, dass du heute, ist es ein Spielplatz für Rechtsanwälte, also wenn du irgendwo ein Foto runterladest, kriegst du dann Klagen von 10.000 Euro und was weiß ich, weil du irgendein Bananenfoto runtergeladen hast und auf deiner Homepage verwendet hast. Ja. Dazu muss ich sagen, wenn das jemand dort reinstellt, dann muss er damit rechnen, dass sich das jemand schnappt und auch verwendet, nicht? Wenn er es nicht will, dann soll er es nicht reinstellen oder schützen. Das geht ja nicht. Also ich kann mir ein Foto so schützen, dass es niemand runterladen kann oder kopieren kann. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, wie gesagt, dass hier wieder ein irrsinniger
eine Industrie entstanden ist eben dadurch, dass sich eben Rechtsanwälte damit beschäftigen, diese ganzen Shopstore und so weiter und natürlich auch die Musikindustrie hier wieder das große Geschäft wittert, indem sie halt eben sagt, sie können jetzt ihre Musik noch leichter verkaufen, nicht günstiger, sondern leichter, weil sie brauchen nicht einmal mehr CDs machen, sondern stellen die Songs quasi ins Internet. Dass sie sie schützen wollen, wäre jetzt, sage ich, wie schon vorher gesagt, ja auch noch legitim. Das Problem ist ja nur, dass das ein zweischneidiges Schwert ist, weil damit werden eben Kontrollstrukturen etabliert und wenn eben die Möglichkeit ist, alles zu filtern und zu scannen und notfalls auch einfach Server abzudrehen oder Leitungen zu kappen und so weiter, geht erstens einmal der Sinn des ganzen Internets verloren. Dass es auch in Krisenzeiten ein sicheres Medium ist. Und zweitens natürlich ist das der erste Schritt, dass diese Kontrollstrukturen, so wie sie uns jetzt verkauft werden, dass die Musikbranche ihre Urheberrechte schützen will, natürlich ja dann weitergeht. Eben dann werden Rasterfahndungen gemacht, dann wird eben kontrolliert, wer was wo sagt, welche Server was für Dinge verbreiten und so weiter. Also das ist der erste Schritt in eine wieder totale Kontrolle des Internets, die dann auch der Staat nutzen wird. Und da sehe ich eigentlich die Gefahr, dass das immer so schrittweise verkauft wird, nicht? Also wie gesagt, wenn man das jetzt so nüchtern betrachtet, klingt das legitim, okay, die wollen ihre Musikrechte schützen, nur die, wie sie es machen, indem sie eben da ein Kontrollsystem etablieren, das das Internet quasi kontrolliert und beherrscht, das ist das Problem. Ja, aber jetzt nochmal konkret die Frage, also Moment, Reformen, an dir Günther die Frage, ja oder nein, Reformen. Also Moment, das würde heißen, aber also ich habe da jetzt rausgehört aus deinem Gespräch oder aus deiner Argumentation, dass das ja jetzt eigentlich schon schlimm genug ist und viele Leute schon irgendwie für ein kleines Bildchen bestraft werden. Viele Anwälte verdienen sich eine goldene Nase durch irgendwelche kleine Bilderchen, die im Grunde genommen nicht wirklich einen Wert haben. Es sind ja Lappalien. Allerdings muss man sagen, da hat das Gesetz auch schon reagiert. Und zwar kann man einfach, es gibt eine Pauschale für so Bagatell-Sachen. Ich glaube, bis 100 Euro geht das. Und man vor mindestens 300 bis irgendwie, bis um die 1500 Euro hat man da rausschlagen können, haben die Anwälte. Aber du siehst, also wenn jetzt irgendwie ACTA jetzt das Gesetz in Kraft treten würde, wenn das sich wirklich durchsetzen würde, dann müsste ich ja Angst haben, wenn ich ja irgendwie meinen Rechner anmache, weil es gibt so viele Internetfallen, wo jeder ich kann gar nicht so aufpassen, um nicht in irgendeine Falle. Das heißt, ja, ich stehe ja immer mit einem Bein stehe ich ja fast im Gefängnis. Mit anderthalb. Oder wie seht ihr das? Und Alpine. Das ist genauso. Ja, bitte. Und wie gesagt, das ist ja meiner Meinung nach eben so auch ein bisschen ein Alibi-Grund, ja. Den sie da aufführen mit der Musikschützen und Musikverbreitung und so weiter, weil gegen die wirklich Professionellen, da wissen sie ganz genau, wo sie sitzen, nur können sie eh nichts dagegen machen. Sprich, die haben dann irgendwelche Serverplattformen in freien Gewässern, wo diese Tauschbörsen, wo sie einfach rechtlich nicht belangt werden können. Ja. Und wer wird wieder belangt? Der kleine Mann, der sich irgendwo mal ein Lied runterlädt, weil es ihm gerade gut gefällt und wird ja angeboten, nicht kostenloser Download, denke ich mir nichts dabei, lade ich mir runter. Und dann auf einmal bin ich straffällig, das ist ja wieder das Problem, es ist wieder der kleine Mann, wenn die Großen kommt man nicht ran, es wird wieder der kleine Mann bestraft, kontrolliert und zur Kasse gebeten, nicht? Sigo, du wolltest auch was sagen. Ja, meine Frage ist, du hast was von Reformen gesprochen. Was verstehst du denn jetzt unter Reformen? Ja, wo soll was reformiert werden? Ja, es ist ja so, es ist ja jetzt im Raum gestellt, ACTA. Und die Frage ist, ich merke aber zum Beispiel, dass zum Beispiel wir eigentlich ACTA gar nicht brauchen. Die vorhandenen Gesetze beweisen ja, dass man sogar an ganz, ganz große Fische, wie gesagt, ich habe ja vorhin das Beispiel von Mega Upload, das ist ja hier dieser Kim Schmitz, das ist ja einer der ganz, ganz großen, die in der Richtung, in diese Geschäft, wie gesagt, Tauschbörsen mit Firmen und wobei er einfach ja auch nur die, ich will dem jetzt nichts unterstellen, wo er einfach nur den Festplattenspeicher zur Verfügung stellt.
jetzt hat man hier den ja auf jeden Fall dingfest gemacht und versucht dann ja irgendwie irgendwelche illegalen Sachen irgendwie jetzt nachzuweisen. Also da wollte ich einfach nur damit sagen, dass das Gesetz, das vorhandene Gesetz ja schon ausreicht, ja. Wofür brauchen wir eigentlich noch ACTA? Und, ja. Es ist so, dass ja das Urheberrecht, worauf hier alles beruht, scheint ja ein Gesetz, was sehr alt ist, und zwar älter als das Internet. Und da verstehe ich schon, dass irgendwie eine kleine Reform, ja, aber eine kleine Reform vielleicht vonnöten ist. Reform, die sollten wir doch einfach konform mit uns selber gemacht werden, ja. Und jetzt nicht, ist mir schon klar, dass wir eine kleine Reform brauchen, weil wir einfach eine kleine Anpassung, die finde ich ja immer, also, wir müssen ja mit, also, bitteschön. Das war Albino, es ist ja erstmal so, im Internet muss ja alles gratis sein, alles kostenlos sein. Wenn die Menschen sich zum Beispiel darauf einlassen würden, dass alles ein wenig Geld kostet, sage ich jetzt mal so als Beispiel, ja? Ja. Dann würden wir überhaupt nicht die Diskussion erstmal haben, weil jeder ist damit glücklich und zufrieden, ne? Bis auf, dass die Konsumenten zahlen müssen. Nur die User wollen ja nicht zahlen, aber dann muss man auch mal in der Richtung denken. Ich habe hier eine Zuschrift. Es wird so weit kommen, dass nicht einmal mehr Meldungen und Artikel aus Zeitungen öffentlich besprochen werden dürfen, ohne eine Gebühr an den Urheber zu entrichten. Auf der anderen Seite muss man sich bewusst werden, dass diese Medien, die unbedingt auf ihre Urheberrechte bestehen, regelmäßig geistiges Eigentum der Blogger und Kommentaren als ihre eigenen Gedanken vermarkten. Ja, das wird hier geschrieben. Ja, ich kann das verstehen. Also ich weiß nur eins, dass, wie gesagt, ACTA so breit gefächert an das so einzusetzen, Verbote auszusprechen, dass man sozusagen sich im Internet gar nicht bewegen kann. Selbst wenn ich jetzt einen Link poste, darf ich das schon gar nicht? Ist das schon ein Urheberrecht verletzt, weil ich nicht gefragt habe? Ja, hört's doch auf, das hört's doch auf. Kannst also eigentlich gar nichts damit machen, dann ist eigentlich das Ende vom Internet. Die Frage ist, will man eigentlich durch ACTA erreichen, dass das Internet zerstört wird? Ja, also zumindest wollen, so kommt es vor, einige Menschen, das glaube ich schon, dass das nicht mehr so funktioniert, wie es jetzt gelaufen ist bis heute. Ich meine, das muss ja auch nicht so laufen, wie es bis heute läuft. Man muss sich vielleicht Gedanken machen, dass man zumindest, ich sag mal, die Menschen müssen kreativ bleiben und frei bleiben. Die Medien, man hat eine offizielle, betont, Meinungsfreiheit und eine Pressefreiheit. Die ist aber dann nicht mehr gewährleistet. Das müssen wir uns bewusst sein. Ja. Und ich habe den Sven nochmal hier, der ist hier hochgekommen, Alpino. Ja, bitte gerne, Sven, das Wort an dich. Ja, genau, darum geht es an Pressefreiheit und Medienfreiheit. Weil da müssen wir Gefahr laufen, dass man irgendwo einen Mini-Artikel aus einer anderen Zeitung zitiert und muss dann Geld bezahlen dafür. Das ist ja, oder Musik zum Beispiel. Da würden manche Radiosender echte Probleme bekommen. Die besprechen das Ganze zu bezahlen. Also, dann würde die Medienlandschaft ein bisschen ausdürren, denke ich mal. Würden bloß noch die riesen Konzerne da sein und die kleinen würden hinten runterfallen. Ja, denke ich auch. Hier wird also, bitte noch kurz. Ist ACTA erstmal in Kraft, dann darf man nicht einmal aus einem Zeitungsartikel zitiert werden. Jede Art von politischer Diskussion und damit bereits wird im Keim erstickt. Das ist kapitalistische Zensur, wird hier geschrieben vom Feinsten und schlägt den Zensurgesetzen in Ungarn um Längen. Ne? Genau, das reicht es mal. Ja. Ja, dann George Orwell lässt grüßen. Ach so, Sven, ich dachte, du wolltest noch mal was sagen. Okay, dann setzen wir mal fort. Also, es gibt ja eine. Darf ich noch kurz? Ja, bitte, ja, gerne, Günther. Wir freuen uns natürlich, dann halte ich mich mal zu. Bitte, Günther. Ich bin nicht der Meinung, dass es Reformen braucht. Aha, das ist interessant. Begründe bitte. Wie gesagt, an und für sich sollte das Internet ein freies Medium sein und oder wieder werden und nicht noch mehr beschränkt werden. Also man muss sich ja auch einmal vorstellen, das kann ja nicht sein, dass das einzige Medium, das wirklich weltweit sag ich mal, zugänglich ist und weltweit genutzt wird, wo sich Leute von verschiedensten Nationen treffen, miteinander austauschen und wenn ich ein Bild von einer amerikanischen Homepage, sage ich mal unter Anführungszeichen, klaue,
dann kann das ja nicht sein, dass ich dann nach amerikanischem oder deutschem Recht verurteilt werde. Also das ist ja alleine das schon, ja. Also da müssten Sie ja einmal schon eine einheitliche Gerichtsfindung haben, das dass das überhaupt einmal einen Sinn macht, nicht? Das aber ist ja interessant. Aber abgesehen davon, eben das Beispiel, wenn ich von einer amerikanischen Seite ein Bild klaue, dann können Sie mich verklagen, klaut ein Amerikaner von mir, jetzt kann ich nichts machen, so kann es ja auch nicht sein. Ne? Ja. Aber abgesehen davon finde ich das, wie gesagt, sowieso alles Schwachsinn, dass ich irgendjemanden irgendwas verklagen kann, was er im Internet macht. Also das ist ja... Richtig, das weil ist man nicht wirklich was klaut. Man klaut ja nicht. Das, was du ja klaust oder dir runterkopierst, ist ja dann immer noch da. Man kann tausende von Kopien, wenn ich jetzt zu dir komme und nehme mir ein Blatt aus deinem Schrank weg oder ein Buch, dann ist es ja weg. Aber im Internet ist es ja nicht weg. Das ist ja immer da. Man lässt sich sehr schwach vergleichen. Also diese. Naja, sie kommen Diebstahl. Dann immer mit dem Urheberrecht. Aber wie gesagt, wenn ich es nicht will, dass es... irgendjemand verwendet, dann darf ich es nicht reinstellen oder ich muss es schützen. Ganz einfach. Ja, ja. Also ich habe da jetzt raus verstanden, dass du meinst, dass das Urheberrecht ist ausreichend und eine Reformierung heißt immer, würde eine neue Einschränkung für uns bedeuten, richtig? Eine zusätzliche Einschränkung. Das sogar das jetzt Urheberrecht aufheben im Internet. Ja, aufheben, also der Reformieren würde heißen, eher lockern als wir irgendwie Zügel, richtig? Weil wir werden ja jetzt schon durch das jetzige Jahr eingeschränkt. Ja, ja. Also es geht genau in die verkehrte Richtung. Meiner Meinung nach sollten wir dorthin zurück, dass das Internet rechtsfreier Raum ist. Ja, also mit Fragezeichen. In gewisser Hinsicht natürlich. Also ja, rechtsfreier terroristische Raum, Gruppen und so. Gebe ich aber hier teilweise recht, ja. Aber wir wissen ja selber, ich habe ja selber am eigenen Leib Erfahrungen gemacht mit Internet und habe mich, sagen wir mal, ungeschützt gefühlt. Ja, gehen wir, doch mal gehen wir doch einfach mal aufs Beispiel eBay. Ja. Ja? Es geht um nur Profit. Es ging nie um etwas anderes. Schauen wir uns doch mal eBay an. Es begann harmlos mit einer Art Tauschbörse. Das ist richtig. Heute als Aktiengesellschaft tummeln sich dort nur noch kommerzielle Anbieter. Und die Gebühren steigen ins Unermessliche. Der Profitzwang wurde durch den Börsengang erst richtig vorangetrieben. Sag jetzt noch, wäre denn eBay, wenn ich mal eben ganz kurz noch einwerfen kann, wäre denn eBay durch Akte auch gefährdet? Mal die Frage an euch alle. Glaubt ihr? Möglicherweise schon. Das ist je nachdem, was für Anbieter da drin sind und was dort angeboten wird. Ja, da prüft ja keiner irgendwie, ob ich jetzt die Jacke, die ich jetzt einstelle, ob ich die irgendwo, was will ich, wo ich die hergeschafft habe. Aber vielleicht gibst du ein Kochbuch raus, was du selber geschrieben hast und plötzlich hast du ein Rezept, was irgendwo mal schon gesichert ist. Ja. Somit kannst du schon einen am Hintern bekommen. Wir haben einen neuen Gast, dann wollen wir doch denen das Wort geben. Werner, das Wort an dich, bitte. Zu ACTA, das Thema ACTA, bitte. Ja. Ich möchte mich da Ciro anschließen, weil genau das ist es. Wenn jetzt zum Beispiel einer ein Buch reinstellt, ein eigenes Buch, wo denn irgendein Rezept oder irgendein Satz oder eine Wortbildung drin ist, die geschützt ist, dann wird einmal der Verkäufer verklagt und möglicherweise dann auch der Käufer. Ja. Der Schriftsteller sogar, der noch gar nichts davon weiß. Dieses Beispiel von dieses Kochbuch taucht auch im Internet auf, wenn ich hier meine Frau oder Mann von überraschen will und ich schicke ihr irgendwie, was weiß ich, die sind jetzt einfach über zwei Computer getrennt und ich schicke ihr einfach einen Link von einem leckeren Rezept, habe ich mich schon über ACTA nach neuen Gesetz, habe ich mich dann schon strafbar gemacht. Ja, da fängt das schon an. Unbewusst, ungewollt und ohne Wissen sogar. Ne? Ja, 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 ja. Und das ist noch richtig, das ist noch ein gesunder Menschenverstand. Hallo, wo leben wir? Was sag mal, rafft ihr das nicht? Das kann doch nicht in Ordnung sein. Also, das kleinste Kind sagt sofort, sag mal, Papa, spinnst du? Ja. Ich möchte noch mal einmal kurz noch, wir haben so viele Zuhörer, wäre sehr nett, wenn irgendeiner von euch mal hochkommen würde. Wir haben noch Platz oben zum Mitreden. Also liebe Leute, ich sehe auch da einige Bekannte, die auch gute Redner sind. Wäre schön, vielleicht der Vogus mal irgendwie noch da eure Meinung auch mal. Ja,
Dann setzen wir einfach mal fort. Wollte noch jemand von euch was sagen? Sonst, ich habe hier noch eine Zuschrift für Alter. Ja, gerne, gerne. Die können wir immer bringen. Bitte ein. Bitte, das es gibt keine neuen Märkte mehr. Expansionen finden nur noch durch das Wegnehmen von Marktanteilen statt. Eine weitere Illusion unserer angeblich sofort schrittlichen menschlichen Intelligenz, die nicht anders als ein Art Armutszeugnis der Beschränktheit im Denken ist, wird hier geschrieben. Dankeschön für die Zuschrift. Ja, da werde ich auch gleich noch was zu sagen. Das ist interessant, was er gerade gesagt hat. Aber wir haben hier einen neuen Sprechraum, den Brummi. Brummi, das Wort an dich zum Thema Akta. Bitte. Brummi? Brummi sagt nichts. Brummi macht nochmal groben Konfiguration und kurz anwenden auf Audioeinstellungen vielleicht oder dein Mikrofon mal ins Mikrofonlöchlein stecken. Das wäre eine schöne Sache. Ja, der Sache. Kommt ja gleich wieder. Okay, dann würde ich einfach sagen, ich ergänze mal zu dem, was mein Vorredner gesagt hat. Die Tatsache ist, was ich auch schon bisher mitgekriegt habe, dass ja das Internetmedium ist ja schon mehr eine neue Generation von Menschen, also schon mehr jüngere Menschen, die damit was anfangen kann. Da gibt es ja auch Statistiken vom altersmäßig. Das größte Potenzial, so traurig wie sich das vielleicht jetzt irgendwie auch für uns, weil wir auch schon rausgewachsen sind, das ist um 13 bis 30 liegt die größte Besucherzahl des Internets, die das so für sich nutzen oder sagen wir so, was damit anfangen zu können. Und leider ist es einfach so, dass diese, zum Beispiel, wenn wir jetzt von ACTA, diese Gesetze sprechen, diese Entwürfe hier und da, doch mehr Menschen oder Politiker und so, die schon mehr der ältere Generation angehören, die Zug zum Medium, also Internet, zu diesem Medium schon einen ganz anderen Draht haben und mindestens diesen Freiraum, den sich die jüngeren Generationen wünschen, einfach nicht tolerieren oder einfach ja nichts mit anfangen können, ja. Und da komme ich jetzt auf den Punkt gebracht zu dem Armutszeugnis, dass die da nicht weit genug über den Tellerrand schauen, dass sie sich vielleicht irgendwie ausgebrütet haben. Danke. Ja, Brummi, du bist da. Dann geben wir dir mal das Wort, Brummi. Ja. Probier es nochmal. Ja, jetzt dürft ihr mich hören. Ja, perfekt. Bitte, Brummi. Das Wort an dich zum Thema ACTA. Ja, also das hat, glaube ich, mit ACTA schon ein bisschen was zu tun, aber müsste man auch überlegen, wo überhaupt die Ursprünge vom Internet sind. Und ich habe hier im Zuhörenraum habe ich schon was geschrieben gehabt, aber ich glaube, das kommt da oben nicht an. Ja, ne? Wiederhol es einfach. Also ich habe geschrieben, das Internet hat den Ursprung beim US-Militär. Ich schätze, die einzigen, die den Daumen auf dem Internet haben, sind die Amis. Man kann davon ausgehen, dass das Internet niemals wirklich frei sein wird, es sei denn, die USA führen ein anderes System ein, was aber sehr unwahrscheinlich ist. Ja, das ist, aber wir haben, bewegen uns doch bisher schon recht frei, finde ich, oder? Ja, aber die USA sind ja im Prinzip die hatten Auge drauf und vor allen Dingen sind die USA ja kapitalistisch, ne? Also die würden solch ein freies Internet, so wie wir das vielleicht uns vorstellen, niemals durchbringen. Ja gut, aber jetzt ja bitte, dann mach erstmal. Ich geb dir also da wage ich zu behaupten, widersprechen zu können. Ja, ich habe das ja auch vorher gesagt, das Internet war natürlich ursprünglich militärischen Ursprungs die Idee. Prinzipiell, die Idee war ja, ein Kommunikationssystem zu schaffen, das atombombensicher ist, sprich, wo nicht eine Leitung oder, also selbst wenn sogar ein ganzer Bundesstaat ausgelöscht wird, die Kommunikation aufrechterhalten bleibt. Das war eigentlich die ursprüngliche Idee und da ist dieses Netzwerk, sozusagen diese Netzwerkidee, war es halt auf den Universitäten sehr verbreitet und dann daraus ist das Internet entstanden und später eigentlich erst das WWW, wie es wir kennen. Und ich glaube nicht, dass das irgendjemand unter Kontrolle hat, weil es eben nicht unter Kontrolle zu haben geht. Es geht meiner Meinung nach einfach nicht. Du kannst dieses Ding nicht einfach abschalten oder das geht einfach nicht mehr. Da haben sie sich einfach verrechnet, sag ich mal. Abschalten.
Abschalten kann man schon. Die Frage ist, wie weit lassen sich die User oder die Besucher Du kannst es nicht ganz abschalten, Alpino. Selbst wir haben ja überall Server, Rechenzentren. Ne, irgendwo sind die Netzwerke schon so aufgebaut, dass dann, sage ich jetzt mal als Beispiel, ne, ich sage jetzt mal, der Nahe Osten sagt, nö, wir haben unser eigenes Internet, ne, und dann wird das halt da vernetzt. Du kannst es weltweit nicht abschalten. Aber weltweit spreche ich auch nicht. Ist aber so landmäßig, ländermäßig. Wir haben ja das beste Beispiel, dass ja in China das Internet ja zensiert und abgeschaltet wurde. Was passiert denn dann? Ne? Wir leben in Europa. Ne? Ja. Wir sind eigentlich ein hochindustrielles Land. Und jetzt stell dir mal vor, hier in Europa gibt es kein Internet mehr. Was meinst du, was da in der Bevölkerung ausgelöst wird? Das ist was ich sage. Bitte. Und die Firmen? Nein, nicht einmal in China kannst du das abschalten, weil dann nimmst du irgendeinen Satellitenempfänger und hast wieder Internet. Ja, das ist ja das, was ich meine. Man liebst eigentlich den Menschen das liebste Werkzeug, weil das wäre meine Frage. Sind wir eigentlich schon so weit, dass eigentlich, sind wir eigentlich schon so weit, dass eigentlich das Internetmedium oder das Netzwerk, soziale Netzwerke, wo wir uns ja bewegen, sind die eigentlich schon beliebter wie irgendwie das Auto oder was ich, hat eigentlich das Computer schon das Auto überholt? Und wir wissen ja, wie empfindlich die Menschen reagieren, wenn es um deren Auto geht. Und dann wissen wir die Empfindlichkeit beim Computer erst recht. Das heißt, die Leute gehen auf die Straße. Es gibt Kriege, wenn man denen dieses Spielzeug wegnimmt. Phobos, ja. Du bist neu, bitte, das war dann nicht zum Thema ACTA. Du hast ja zugehört, ergänz mal einfach dann, bitte. Ja, nochmal gerade zu dem Thema, was ihr gerade diskutiert habt mit dem Internet. Ja. Das Internet kann man aus verschiedensten Gründen nicht abschalten. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass da eine ganze Menge Geld und der komplette Warenverkehr, der heutzutage, also große Teile des Warenverkehrs werden ja übers Internet abgewickelt, sodass also es praktisch völlig unmöglich ist, Wir sprechen ja von öffentlichem Internet. Das ist ja das öffentliche Internet. Der Warenverkehr läuft ja über die Wirtschaft. Ne? Die Wirtschaft ist ja öffentlich und nicht privat. Mit öffentlich meinst du jetzt die privaten Haushalte oder meinst du damit auch das Geschäft? Nee, öffentlich meine ich, ich differenziere ein bisschen. An der Bahn hat doch kein Interesse, den irgendwie an der Fassade zu kratzen. Noch in Ruhe. Es geht doch jetzt um wir. Unser einer, vielleicht, wenn ich jetzt ein Bild von A nach B schicke, von mir zu dir, habe ich mich schon strafbar gemacht. Oder wenn, was weiß ich, ich schicke dir ein Video. Darum geht es doch. Einfach zwischen uns beide zu verdienen. An der Bahn glaube ich nicht wirklich, dass da einer Interesse hat. Ja, also wie gesagt, das Internet kannst du nicht abschalten. Ne? Ja. Und es geht ja bei diesem ACTA-Abkommen eigentlich darum, das sollte man nicht aus den Augen verlieren, dass die Urheber irgendwie entsprechend entschädigt werden. Weil so ist die Idee. Sodass, also dadurch, das sagst du. Andere sagen was anderes. Aber es ist ja so. Hat einer von euch das ACTA-Abkommen gelesen? Ja, ich hab mir das auch durchgelesen. Ist sehr breit, ein breites Spektrum an das, was das ist es ja eben, Die Leute würden nicht auf die Straße gehen, wenn das ganz konkret, detailliert aufgeführt, was greift ACTA und was lässt ACTA in Ruhe. Und das ist es ja eben, dass das ACTA steht für alles sozusagen. Naja, aber das ACTA-Abkommen ist so weit aufgeweicht worden, also ich kann noch mal so ein bisschen was zur Geschichte sagen. Das ACTA-Abkommen ist ja vor 2 Jahren, glaube ich, also bis vor 2 Jahren, also im Geheimen verhandelt worden. Vor fünf Jahren haben sie angefangen, das zu verhandeln und bis vor 2 Jahren ist es nicht in der Öffentlichkeit diskutiert worden, das wollte ich damit sagen. Ja, richtig, stimmt. Also das heißt, die haben das erstmal grundsätzlich im Hintergrund verhandelt, im Hinterzimmer. Und da war natürlich dann die Angst schon groß, vor 2 Jahren schon, weil man nicht wusste, was da verhandelt wird. Es sind ja immer so Details an die Öffentlichkeit rausgesickert und so. Aber seitdem ist das Abkommen also öffentlich gemacht worden. Mhm. Und seitdem das Abkommen öffentlich gemacht worden ist, ist da immer mehr dran rumgefeilscht worden, weil ja natürlich die Aktivisten, die sich für die Freiheit des Internets einsetzen, also die sogenannten Netzaktivisten, die sich dafür stark gemacht haben. Also das, was jetzt noch drin steht in dem Abkommen, was jetzt schon unterzeichnet worden ist von verschiedenen Nationen, sind also gar nicht mehr die ganz scharfen Maßnahmen drin. Es steht da weder was über Internetsperren drin, noch über Deep Packet Inspection, also über Überwachung des Datenverkehrs. Das steht einfach nicht drin. Ne? Ich bin mir nicht sicher, dass ich habe nachher gekriegt, dass die Provider angehalten werden, dass alles hier
das aufzuzeichnen und dass die dann angehalten werden, alles offen zu legen. Ja, ich sage nur, wäre den Anfänger nicht. Also das ist ja genau das, was ich auch gesagt habe. Jetzt geht es nur ums Urheberrecht, aber du etablierst da ja Strukturen und Technik dahinter und Institutionen, die das dann durchsetzen und die dann natürlich auch weiter ausgebaut werden in diese Richtung, nicht? Und ganz ehrlich muss ich sagen, wie gesagt, wenn man sich jetzt so oberflächlich betrachtet, ist das Urheberrecht ja, jetzt sage ich mal, Musik und so weiter, legitim. Auf der anderen Seite sage ich dann auch, die Musikbranche ist ja nicht gerade eine der ärmsten. Also die ranzen ja schon, wenn sie statt 100 Milliarden einmal nur 99,9 verdienen. Ja. Da muss ich mir einfach andere Konzepte überlegen. Meiner Meinung nach kann der Weg nicht sein, einfach quasi die Gesellschaft da auch wieder zu verknechten, nur damit die weiter ihren Profit machen können. Muss man sagen, Leute, ihr habt Pech gehabt, überlegt euch was anderes. Ja, es muss im Grunde genommen ein Umdenken in der Richtung stattfinden. Wie ihr ja wisst, ist es im Internet total einfach, Daten zu kopieren. Das heißt, wenn ich als Künstler meine Erzeugnisse, also meine Musik meinetwegen ins Internet stelle, mein Musikstück, dann kann ich davon ausgehen, dass wenn das irgendwelchen Leuten gefällt, die das dann auch weitergeben. Das ist ja so der Gedanke vom Internet, freier Informationsaustausch weltweit. Und ich kann also quasi gar nicht verhindern, dass die Sachen im Internet verteilt werden, die ich produziere. So, jetzt ist es so, dass natürlich weiterhin ein Recht auf Privatkopie besteht, das darf man ja auch nicht vergessen. Nur das ist bis jetzt eben nicht richtig geregelt. Also es gibt keine Regelung fürs Internet, was jetzt noch eine Privatkopie ist und was jetzt eine Öffentlichstellung, wie das ja so schön immer heißt, ist. Ja. Das heißt also, wenn ich was ins Internet stelle, ist nicht ganz klar sicher jetzt im Moment, ob ich das damit öffentlich mache oder ob ich da noch im Rahmen der Privatkopie handle. Hm. Und dann ist es so, dass es natürlich auch kommerzielle Angebote für Musik im Internet gibt. Die sind teilweise sehr unflexibel und es gibt über die verschiedenen Staaten hinweg sehr unterschiedliche Copyright-Rechte. Also das heißt, beziehungsweise Urheberrechte. Und das heißt, dass also bestimmte Inhalte, die zum Beispiel in Amerika freigegeben sind, zum Zeigen im Internet, bei uns in Deutschland nicht angesehen werden können. Was ja auch keine schöne Sache ist. Und umgedreht werden dann Inhalte, die in Deutschland unter dem Urheberrecht, also urheberrechtsmäßig geschützt werden, müssen von YouTube gesperrt werden, aber nur bei uns hier in Deutschland. Also dann, das ist der umgekehrte Fall. Ich kann also in Amerika dann weiter dieses Video mir anschauen. Aber ich wollte eigentlich mehr auf die kommerzielle Geschichte jetzt nochmal hinaus. Keiner will ja verhindern, dass ein Urheber an seinem Werk im Internet was verdient. Aber es ist ja so, dass wenn ich jetzt bei iTunes zum Beispiel für 99 Cent mir so einen Musiktitel kaufe, beziehungsweise ich kaufe ja eigentlich nur das Nutzungsrecht da dran, dann ist es so, dass davon beim Künstler von den 99 Cent ungefähr 5 bis 8 Cent ankommen. Ja. Und das kann ja nicht richtig sein. Das heißt, die Musiktitel sind deswegen noch so teuer, weil das über die ganzen Verwertungsgesellschaften läuft und auch der Provider des Online-Shops, also in diesem Fall Apple dann bei iTunes, da entsprechende Gebühren auf dem Weg dahin abzieht, sodass also das eigentliche Erzeugnis um ein Vielfaches günstiger sein könnte. Ja. Und da ist es irgendwie so ein bisschen durch diese verschiedenen nationalen Regelungen für den Künstler nicht ganz einfach, sein Werk vernünftig im Internet zu verkaufen und auch an den Konsumenten zu bringen. Du meinst, durch eine bessere Logistik wären bessere Preise, also günstiger, und dann braucht es auch nicht unbedingt verschärfte Gesetze, weil dann die Leute von selber freiwillig Geld ausgeben würden, wenn es einfach dann erschwinglicher wäre, richtig? Also vielleicht für 60 Cent zu kommen, anstatt für 99 Cent. Ja, also ich kann jetzt mal für mich selber sprechen. Ich kaufe mir gerne mal was im Internet, also gerade Musik. Allerdings muss ich das sehr beschränken, weil ich halt auch im Monat keine hunderte Euros dafür ausgeben möchte, selbst wenn ich es könnte. Ja. Und mich ärgert das schon so ein bisschen. Und dann greift man eben
auch gerne mal zu dem Mittel, dass man sich die Sachen auf andere Wege besorgt. Ja. Also das heißt freier Download und so weiter. Dann bitte doch mal deinen Appell, legales Appell, ich jetzt, wie du das erst gerne hättest, so legal Musik kaufen kannst oder Filme, egal. Bitte. Dann du bist ja damit beschäftigt, das heißt du. Albino, du bist abgehackelt. Weg ist er. Oh, aus dem Kanal verschwunden. Lässt grüßen. Ja, das kann passieren. Ja, aber es ist, Erna für sich ist ja wieder mal. Jemand hat mich gerade rausgeschmissen. Nein, du bist geflogen. Du hast die Oki allein freiwillig genommen. So, dann war das okay. Ich hatte die Frage an Phobos gestellt. Phobos, dann dein Appell, wie hättest du es denn gerne, dass, sag mal, dass das einfach legal alles wäre? Wie hättest du denn, dass du dir das einfach leisten könntest? Also da stehe ich so ein bisschen auf der Seite von Günther, dass man das Urheberrecht lockern sollte. Also und man sollte es dann auch entsprechend umschreiben, so dass es für heutige Zeiten gültig sind. Und man sollte das schon als Abkommen zwischen möglichst vielen Ländern gestalten. Und das ist ja eigentlich auch so ein Gedanke des ACTA, oder das ist jedenfalls Thema vorgeschoben. Ja. Man muss also sich aufpassen zwischen dem, was in dem eigentlichen ACTA-Abkommen jetzt drinsteht, und was behauptet wird, was dann also daraus hervorgehen soll. Also es müsste ein neues Abkommen geben, was aber meiner Meinung nach das Copyright ein bisschen aufweichen sollte, sodass man nicht immer direkt belangt werden kann für jedes kleine Kavaliersdelikt im Internet. Was man natürlich verstehen kann, wo er ja auch schon von diesem Mega-Upload und Movie 2 und wie sie hießen hier alle, die schon abgeschaltet worden sind. Das sind es natürlich Leute, die mit krimineller Energie Geld daran verdienen, quasi das Urheberrecht zu verletzen. Also das ist dann schon eine Stufe härter. Und das muss auch international unter Strafe stehen. Also ich bin dafür eine Unterscheidung, aber wenn das irgendwie möglich ist, das sauber zu formulieren. Ne? Was von denen, jetzt muss ich einfach hier mal einfach dem Sendung wegen, hat man denen da schon nachgewiesen, dass das hier irgendwie, dass sie illegal arbeiten? Oder steht das noch im Raum und wird noch verhandelt? Das ist, glaube ich, rechtlich schwierig. Also das müssen wir einfach erwähnen, dass hier das noch verhandelt wird. Wir wollen ja keinen verurteilen, der noch wo nichts nachgewiesen ist. Ja, das stimmt, aber das sind ja die Methoden, die anwenden. Ja. Ne? Das ist ja das, was man denen... Sagen wir so, die bilden das Werkzeug. Die stellen das Werkzeug zur Verfügung, wo du illegal mit vielleicht die Filme runterladen kannst. Die stellen... Speicher... Nee, die stellen nicht nur das Werkzeug zur Verfügung, sondern die animieren ja auch die Leute, die hochladen. Ja. Animieren sie ja noch dazu. Das ist ja doch die Frage, wie weit jetzt nachweisbar ist, das Animieren, wie weit das jetzt strafbar ist, ob das jetzt wirklich schon eine Straftat ist oder nicht, ja. Das ist ja auch wieder so ein Grenzfall, was du jetzt gerade erwähnt hast. Ja, weil das stimmt. Sie ja nicht jeden mit Ding fest. Versuchen ja immer wieder. Da sind ja einige, muss man einfach sagen, von Gericht auch freigesprochen werden diesbezüglich. Sind ja schon freigesprochen worden. Ja, das sind ja jetzt Präzedenzfälle, die da gerade behandelt werden. Also da wird man ja erstmal sehen müssen, was da rauskommt. Richtig, deswegen wollen wir auch mal ein bisschen vorsichtig sein, wir wollen nicht keinen vorurteilen. Also, aber meine Frage wäre, warte mal ganz sofort, Phobos. Pro oder Contra ACTA? Weil ich bin bei dir und ich höre das nicht richtig raus. Irgendwie so durch die Blumen scheint mir so, als wenn du für ACTA wärst. Bitte, Phobos. Ich bin nicht für ACTA in seiner aktuellen Form. Ich bin für ein neues Abkommen mit anderem Wortlaut. Also bin ich eigentlich dagegen. Ah, okay, gut. Ja, bitte, Brumi, setz ruhig fort, wenn du noch nichts zu Ende hast. Nee, eigentlich war es das schon. Ja. Ja, dann... Bitte. Also prinzipiell... sage ich mal, wie gesagt, ist es ja wieder so, dass das ganze Problem von der Seite angegangen wird, dass wir irgendwelche Gesetze machen, wieder noch mehr kontrolliert werden, gestraft werden und so weiter, anstatt dass man einfach einmal auch versucht, andere Wege zu gehen. Quasi nicht das Gegeneinander, so die Musikindustrie gegen die bösen Downloader, sondern einfach ein anderes System sich überlegt, nicht? Es gibt ja zum Beispiel auch genug Musiker, die zum Beispiel ihre Musik frei ins Netz stellen, nicht? Und dafür halt ein paar Klicks erhalten und von der Werbung das finanzieren. Oder eben dann auf eine Spende hoffen. Und da sind wir auch wieder selbst schuld, weil
wenn wir anders denken würden und nicht immer so quasi uns alles gratis irgendwo runterladen müssen, wollen, sondern wirklich sagen, ha, das gefällt mir und so, dass da klicke ich drauf und das ist mir jetzt da 20 Cent wert, das ist Lead und so weiter, ja. Das ist ja das Problem, weil das ja alles erstens meiner Meinung nach wahnsinnig überteuert ist. Diese ganzen Filme, diese ganzen Spiele, die ganze Musik, ja. Was ja den Hauptdings, den Hauptlöhmanteil des Ganzen darstellt, wo ja wirklich das große Geld dahinter steht. Und wenn man da erstens einmal moderatere Preise machen würde oder eben wirklich auch dann also auf einen Fair Use quasi hinarbeiten würde, das wäre meiner Meinung nach der richtige Ansatz. Und natürlich das Umdenken der Menschen, dass nicht alles umsonst ist, nicht? Also, ich bin selbst Programmierer, ich weiß, dass Programmieren eine Schweinearbeit ist und man muss für Software auch zahlen, nicht? Also, irgendwer hat ja Arbeit investiert und will davon leben, nicht? Es ist ja auch nicht, wenn du jetzt im Tischler bist und machst da eine Sitzgarnitur und ich gehe rein und nehme sie mir einfach, hast du auch keine Freude, nicht? Ja. Das Problem hier ist... Stopp mal, Entschuldige bitte, aber der Werner ist gerade frisch reingekommen. Geben wir ihm kurz erstmal das Wort, ja? Weil wir immer so gewohnt sind, der neu reinkommt, kriegt ihm kurz das Wort. Bitte. Gut, also zur ACTA ist mir gerade, ich bin gerade auch am Lesen, habe ich gesehen, geht ja nicht nur um Musik, um Bücher und so weiter und so fort. Unter anderem geht es ja auch um Saatgut, ja, und Generika. Und hier hat der Pop, muss ich nochmal den Satz, Film, der, jetzt muss ich, ach da, der Kader Arif, der ehemalige Berichterstatter für das ACTA-Abkommen des Europäischen Parlaments, sieht eine Gefahr durch ACTA für Generika. Das heißt, die günstigen Produkte, die jetzt zum Beispiel gegen AIDS oder irgendwelche anderen Krankheiten in Afrika oder weiß ich wo eingesetzt werden können, die wird es dann nicht mehr geben. Das ist eine große Einschränkung und große Gefahr. Wa? Er ist ja deswegen auch zurückgetreten. Wa? Ich? Den du gerade genannt hast. Genau. Habe ich auch gelesen, dass der zurückgetreten und der ist so empört darüber, über diese ganze Geschichte, auch gegen ACTA, dass irgendwie, dass da Nachteile entstehen, dass er das einfach für sich nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann und ist deshalb zurückgetreten. Da muss man sich auch mal fragen, wie überhaupt so ein Gesetzestext, ja, wie ACTA ja ist, überhaupt entstehen kann und wer da überhaupt mitwirkt. Das sind doch dann größtenteils wahrscheinlich auch irgendwelche Politiker, die mit ganz speziellen Lobbyisten dann zusammenarbeiten, wie zum Beispiel auch Musikindustrie und so weiter, ne? Vielleicht auch hier Pharmaindustrie und so weiter und die dann eben diese so ein Gesetz dann eben schaffen, nur um eben ihre Profitgier sozusagen zu stillen und für sich halten zu können, ne? Einige wenige große, einflussreiche Menschen stecken dahinter. Bitte, setz mal vor, zu Wort. Das Problem hier ist natürlich der Kapitalismus, so wie oft, oder beziehungsweise die Marktwirtschaft, denn es ist ja so, dass auf der einen Seite gibt es die Leute, die sich dann daran groß bereichern wollen und die deswegen auch solche Lobbyarbeit machen und diese Gesetze halt voranbringen. Auf der anderen Seite sind es die Künstler, die was verdienen wollen. Die wollen ja, also es gibt ja zwei Gründe, weshalb man ein Urheberrecht hat. Das eine ist, damit keiner plagiatmäßig die eigenen Einfälle klauen kann. Hier à la Freiherr von und zu Gutenberg. Und das zweite. Ja, das ist das eine. Das heißt, jemand nimmt deinen Song aus dem Internet und verkauft ihn dann unter seinem eigenen Namen. Oder nein, nicht mal verkauft, sondern er stellt ihn neu rein unter seinem eigenen Namen und holt sich den ganzen Ruhm und so weiter. Macht sich seine eigene Arbeit daraus. Und das zweite ist die Geschichte mit dem Geldverdienen beziehungsweise mit der Verwertung. Und warum brauchen wir Geld? Wir brauchen Geld, damit wir leben können.
Und das ist so ein Problem vom System, weil wenn jetzt alle Menschen zum Beispiel eine Grundsicherung hätten, was ja auch so eine Idee ist, die im Gespräch ist, politisch, dann müsste man auch gar nicht unbedingt, hätte man gar nicht den Druck, Geld verdienen zu müssen. Man könnte also seine ganze Kreativität dazu nutzen, Sachen frei ins Internet zu stellen. Und dann greift dann auch wieder diese Idee mit den Spenden. Das heißt also, jemand, der was Gutes leistet, der kann dann dadurch sich irgendwie noch einen Vorteil erwirtschaften. Du würdest damit sagen, gäbe es kein Geld, hätten wir das ganze Problem mit den ACTA nicht, richtig? Ja. Gäbe es das Thema ACTA nicht. Also Geld ist ja nicht per se schlecht. Ne? Also Geld kann man ja auch für gute Dinge verwenden. Es ist nur das System, was eben Geld sozusagen ja, irgendwie kaputt macht. Genau, das heißt, das Geld wird ungerecht verteilt und das ACTA-Abkommen hat also dann, kann man jedenfalls den Wirtschaftsmenschen, die dahinter stehen, vorwerfen, hat also den Zweck, dass die Leute sich bereichern wollen und dass es dann quasi die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinanderklappt und dass so eine Art Endlosschleife ist da drin. Also die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Geld hat natürlich seinen Zweck auch außerhalb von diesem wahnsinnigen Kapitalismussystem oder der total freien Marktwirtschaft oder wie auch immer man das nennt. Ich bin da kein Wirtschaftsexperte. Hat aber den Nachteil, dass Geld Profit fördert oder irgendwie auslöst. Profit gelöst dann auch wieder viel Schaden oder richtig viel Schaden an. Dreht sich ja heimlich vieles drum, auf jeden Fall. Ja, möchte noch jemand was sagen? Thema? Ja, wir sind ja dann schon an so einem Punkt gelangt, wo man sich grundsätzlich in so Gedanken über das System an sich stellt, ne? Also da kommt man dann auch wieder nicht weiter, weil dann, das würde ja wieder den Rahmen sprengen und dann müsste man wieder stundenlang diskutieren, ne, und debattieren so. Ja, was gefällt dir denn an System nicht? Was hättest du denn gerne anders? Was würde dir mit dir konform gehen? Das ist eine gute und spannende Frage. Also ja, du hast das ja nicht umsonst, du hast ja irgendwie Gedanken dazu gemacht. Erzähl uns mal, gib doch mal deine Gedanken so ein wenig preis. Ja, also das ist ja nicht so, dass ich persönlich mir solche Gedanken mache. Ich meine, man braucht sich ja nur sozusagen die Medien angucken und dann die Leute, wie sie dann da draußen rumrennen und sich über das System an sich die Gedanken machen und ihre Äußerungen tätigen. Ja, also im Prinzip ist ja grundsätzlich was im Argen so. Und Nehmen wir mal ein Beispiel, damit ich das vergleichen kann mit mir selber, wie ich damit zurechtkomme, wie andere damit zurechtkommen, was ich dann für eine Meinung habe. Wir brauchen ja schon ein Beispiel, damit wir wirklich sagen können, hast du recht oder hast du nicht recht? Oder sehe ich anders oder ich habe einen anderen Eindruck? Bitte. Kannst du so ein Beispiel? Stichwort Raubtierkapitalismus zum Beispiel. Ja. Raubtierkapitalismus, ja. Also wie das überhaupt zustande gekommen ist und so weiter. Es gibt ja auch Gründe dafür, warum das so ist und warum, wie ja Phobos schon sagte, die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Es gibt ja auch Beispiele, etliche im Netz, wie man sich da auch anschauen kann, warum das so ist, also warum Reiche immer reicher werden und Arme immer ärmer. Und das ist eben ein System, was man ja bereits erkannt hat, warum das so passiert. Nur im Moment, sag ich mal so, rennt man da so gegen Windmühlen an, weil man ja persönlich als kleiner Mann nicht das Problem lösen kann. Also wenn, dann müsste man das ja global ändern. Und das ist zurzeit meiner Meinung nach auch nicht möglich. Weil ja hier, was weiß ich, wie viele Probleme behandelt werden, aber eigentlich im Kern gar nicht angegriffen wird, ja? Und das ist auch wahrscheinlich gar nicht gewollt. Ich muss sagen, zum ersten Mal verspüre ich Medium Internet, es Gegenkräfte bilden können und auch angewandt werden und teilweise auch mit Erfolg. Also das heißt, es gibt heute, hier und heute, ein Werkzeug, was eingesetzt werden kann, um irgendwie einen Gegenwert zu schaffen. Oder gibt es mir, habe ich da recht, oder? Ja, da will ich dir auch recht geben, genau. Ja, darum gibt es ja, oder wollen sie auch ACTA? Genau. Also die Großen wollen ACTA da. Deswegen, könnte man meinen, Also die einige wenigen spüren jetzt Angst. Die Angst vor der großen Macht, von der Mehrheit. Wir sind ja alle klein als Beispiel, aber die vielen Kleinen können ja sich zu einer großen Macht
zusammen fügen wir hier im Internet und können uns ja hier irgendwie über dieses Netzwerk verbinden. Und da haben die einige wenige, die ja sozusagen ein bisschen die Welt beherrschen, haben jetzt so ein bisschen sehen, so ein bisschen die Fälle wegschwimmen. Genau, es ist mal wieder Zeit für eine Revolution sozusagen. Also ja. Es ist ja so, dass das System, so wie es jetzt existiert, existiert ja irgendwie seit Anfang des 20. Jahrhunderts, so mit der Industrialisierung und deren Ausläufern. Und es wurden ja auch schon andere Systeme versucht, wie zum Beispiel der Sozialismus in den Ostblockstaaten damals, was ja kläglich gescheitert ist. Und die Frage ist, wie kriegen wir jetzt dieses aus dem Ufer gelaufen oder aus den Schienen gelaufenen Kapitalismus wieder unter Kontrolle? Das ist ja auch ein Problem, das dann weitere Auswirkungen hat, wie zum Beispiel die Schuldenkrise, die Eurokrise, die Bankenkrise und so weiter. Man muss halt irgendwie einen Weg finden, den Markt zu regulieren, sodass es nicht zu viel Macht an einigen Stellen konzentriert werden kann. Ne? Und da muss man auch was gegen den Lobbyismus tun. Zum Beispiel mehr direkte Demokratie wagen wäre da ein hübsches Stichwort. Ja, ja. Ne? Wir haben vorhin den Schwen war in der Watt. Schwen, irgendwie bist du untergegangen. Wolltest du was sagen, Schwen? Ja, gerne. Es hat ja eine Organisation gegründet für ACTA, und zwar die Deutsche Content Allianz. Sie besteht aus Persönlichkeiten der ARD und ZDF logischerweise, des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels sowie des Bundesverbandes Musikindustrie und logischerweise auch der GEMA. Und die fordern die Bundesregierung auf, ACTA gefälligst zu unterzeichnen. Denn es kann nicht sein, dass es eine Generation gibt, wo es viele gibt, die kein Unrechtsbewusstsein für digitalen Diebstahl haben. So behaupten die das. Ja, aber es ist ja bekannt, dass es ja nicht nur um die digitale Seite geht, ne? Und wir fordern auch gleichzeitig eine stärkere Diskussion zwischen Kreativwirtschaft und Netzgemeinde. Na gut, Diskussion. Mhm. Ja. Nee, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, zu den Anfängen von ACTA vorgestern hatten wir da eine schöne Diskussion drüber. Und bis jetzt sind wir zurückgekommen bis zum 5. Dezember 1887 mit der Berner Übereinkunft. Kann man gerne googeln. Da ging es los. Und was ist die Berner Übereinkunft? Mal gucken, Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst, ein völkerrechtlicher Vertrag. Also Urheberrechtgesetze davon. Korrekt, genau. Ja. Also gegen Urheberrechte ist ja eigentlich nichts einzuwenden, ja, würde ich jetzt sagen. So. Also jeder darf schon von seinem geistigen Eigentum irgendwie den Anspruch erheben, dass es ihm gehört. Richtig, aber es geht ja um die Verletzung der Urheberrechte. Das ist ja das, was ja ACTA eigentlich sich dafür einsetzt. Eine Erweiterung, Verschärfung der Urheberrechte. Ja. Andere sind der Meinung, dass das ja anders zu regeln wäre. Aber es geht ja nicht nur um die Schutze der Urheberrechte, sondern es geht auch um des Nichtschutzes des Menschen in der kreativen Entfaltung. Richtig. Und ich glaube, das ist ein viel größerer Punkt. Und wenn ich zufällig ein Lied jetzt schreibe und der Alpino sitzt auch zufällig und hat genau die gleichen Worte. Ja, was wollen wir denn machen? Du warst so kreativ und ich habe diese Worte. Und jetzt werden wir bestraft dafür, weil der Dritte es vermarktet hat? Ja. Ja, aber das kann doch nicht sein. Richtig, im Grunde genommen sind wir Menschen doch so veranlagt, dass doch jeder von jedem irgendwo ein bisschen abguckt. Gibt gar nicht irgendwie, dass einer wirklich einzigartige Gedanken hat. Das gibt es gar nicht. Wir alle irgendwie neigen dazu, uns gegenseitig nachzumachen. Also ein bisschen Urheberrechtsverletzung machen wir alle gegenseitig. Wenn ich doch sehe, also so beobachte, dass ich bei meinem Nachbar, der eine Nachbar hat sich das gekauft, macht der andere Nachbar sich auch dasselbe oder was. Das ist vieles, wir machen das gleiche nach irgendwie. Also man kann nicht wirklich jetzt über das Urheberrecht, man muss da ganz groß differenzieren. Was bestrafe ich nicht? Und es wird ja zum Beispiel mit dem Gesetz ja viel illegal damit gearbeitet, wo unschuldige Leute, zum Beispiel jetzt oft hier im Radio war,
Da hatte irgend so eine Oma angeblich Bushido runtergeladen. Eine Oma, eine 70, 80-jährige Oma hatte Bushido und hatte eine Rechnung von 3000 Euro vom Rechtsanwalt. Und die hatte nie irgendwie, ja, was war, irgendwie hat sie im Computer rumgeklickt und hat da was irgendwie in so eine Falle reingetappt, ja. Also ihr seht, das ist auch ein illegales Geschäft gegen ehrliche Menschen. Jetzt schon. Ja. Ja, bestes Beispiel, weil jetzt hört es ja um die Weihnachtszeit rum, wo die meisten Schulen und Kindergärten Weihnachtslieder gesungen werden sollten. Und da kam die GEMA an und wollte mal Geld dafür haben. Ja, das habe ich auch gelesen, das wurde doch dann verboten. Aber so viel ich weiß, muss man sagen, hat die GEMA da nachhinein, weil ja die Medien darauf aufmerksam wurden, hat sie da, es gibt Ausnahmen, die haben da so Toleranzen. Und die haben irgendwie, glaube ich, eine Ausnahme gemacht, dass die dann hier nachher nicht hier zu ihrer Lieder doch gekommen sind. Irgendwie haben die sich dann nachher dann, glaube ich, geeinigt. Ja, was wäre passiert, wenn die mit dir nicht aufmerksam drauf geworden wären? Ja. Die hätten die Schulen und Kindergärten zahlen müssen. Das stimmt. Das ist ja das Problem, ja. Das ist ja schon wieder, das ist ja wieder typisch. Also ausbeuten bis auf den letzten Cent, ja. Das ist ja genau das Problem. Es hat ja keiner was gegen Urheberrechte. Das ist ja, wenn jetzt einer ein Buch schreibt, dann ist das sein Buch und da hat er ja auch Arbeit investiert, oder wenn einer einen Song komponiert oder was auch immer, ja. Nur das Problem ist ja, dass es da ja nicht aufhört. Also mir fällt ja da irgendwie so ein bisschen das Beispiel ein, wo irgendein deutscher Komiker irgendeinen T-Shirt-Hersteller verklagt hat, er hat seinen Spruch aufs T-Shirt gedruckt. Ja, also ich meine, da hört er sich irgendwo ein bisschen auf. Ne? Da muss man schon sagen, bitte gibt's immer mal links und rechts ein paar Watschen, damit er wieder weiß, wie es läuft auf der Welt. Ja. Damit hätte der ja auch die Sprache erfinden müssen, weil der Spruch, den er benutzt und das hat, den gab er ja auch irgendwo, hat er den doch kopiert, ne? Der hat er irgendwo doch selber gekauft. Ja, der hat er selber kopiert, der müsste ihn jetzt gleich noch einmal verklagen. Also das ist doch krank einfach, das Ganze. Und das Zweite, was mir eben eingefallen ist, dieses ACTA ist jetzt eben, weil eben auch das mit dem Pro ACTA gefallen ist, diese Gesellschaft, das Schutz des Urheberrechts und so weiter. Wie gesagt, auf den ersten Blick ist es ja legitim und ist ja auch, wie gesagt, bin ich ja auch nicht dafür, dass man jetzt sagt, alles lustig und jeder darf glauben, wo es geht. Aber ich möchte ACTA zum Beispiel vergleichen mit dem sogenannten Terroristen oder nicht Terroristen, Mafia-Paragrafen in Österreich, der eigentlich dazu geschaffen wurde, da wurde eine Gesetzesgrundlage geschaffen, um mafiöse Gesellschaften quasi also nicht immer nur die Kleinen oder den Großen, sondern wirklich die ganze Gesellschaft quasi zur Anklage zu bringen, also quasi die ganze Mafia. Der Endeffekt war dann, für was wurde dieser Paragraph verwendet? Es wurden alle Tierschutzvereine damit angezeigt. Ja, Günther, du bist ja Österreicher und ich denke, du weißt, es ist ja so, dass Österreich ja betreffend ACTA die Unterschrift ja geleistet hat. Inzwischen habe ich aber auch gelesen, dass die ins Wanken gekommen sind und das nochmal prüfen wollen, ob sie nicht irgendwie nochmal nachher doch einen Rückzieher machen. Aber der jetzige Stand ist, dass sie unterschrieben haben. Ist dir das eigentlich bekannt? Nö, aber damit habe ich eigentlich gerechnet. Also. Ach, hast du damit gerechnet, ja? Ja. Na, wir machen immer, was die anderen machen. Zu ACTA wollte ich einfach mal sagen, ACTA soll ja genau dieses freie Surfen und völlig unterbinden. Gerade wegen der Öffentlichkeit jetzt mit dem Kinder, mit den Kitas. Genau das soll unterbunden werden, weil wenn die Menschen sich untereinander absprechen können im Internet, dagegen zum Beispiel zu demonstrieren, ja, dann hat die große Industrie ein Problem. Dann rudern sie zurück, wie sie es jetzt gemacht haben, weil alles frei ist. Wenn wir aber die Freiheit nicht hätten, dann könnten sie walten und schalten. Du kannst doch sicher sein, wenn du einen Aufruf machst, also sich boykottiert diese Tankstelle, dass du verklagt wirst. Genau so ist es. Geschäftsschädigung und so weiter, nicht? Die Frage ist doch, wer richtet jetzt im Internet auf breiten Ebene eigentlich den größten Schaden an? Das ist doch die Frage, dann sage ich mir, sind das nicht einige wenige, die wirklich total professionell organisiert sind, wie einige auch jetzt geschlossen wurden?
da wird ja, sind ja auch Zahlen im Raum, der eine da 500 Millionen Schaden angerichtet. Die Frage ist doch, werden jetzt auf den Punkt gebracht, werden hier nicht alle hier bestraft oder versucht man nicht alle zu bestrafen für große Straftaten, die in Wirklichkeit nur einige wenige begehen? Das ist doch hier die Frage. Ja, wo definierst du denn schon die Strafe und wo definierst du ein Vergehen? Na, die Strafe ist doch letztendlich die Nebenwirkung, wenn ACTA beschlossen wird, dass wir nicht mehr kreativ sein dürfen, nicht mehr frei sein dürfen. Ist das nicht die größte Strafe, die man einem Menschen überhaupt zufügen kann? Dankeschön. Diese File-Hoster, ja. Wo du jetzt sagst, das sind diejenigen, die den größten Schaden anrichten und so weiter, die gibt es ja eigentlich nur deswegen, es war ja früher anders organisiert. Es gab dann irgendwie Peer-to-Peer-Netzwerke und so. Das ist den Menschen aber zu gefährlich geworden wegen der Gesetzeslage. Und dann hat sich irgendjemand ein schlaues Geschäftsmodell überlegt, was nicht ganz legal ist. Und die arbeiten ja auch mit Nicknames und so, dass man nicht direkt an deren echten Namen, Adresse und so weiter halt drankommt. Und das alles ist ja überhaupt erst dadurch entstanden, dass man versucht hat, das Ganze schärfer zu verfolgen. Das heißt, je schärfer du es verfolgst, desto mehr werden solche Sachen aufgebaut, dann auf etwas illegalerem Weg. Das wird dann in so eine Richtung Schwarzmarkt. Ja. Und das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Also das ist irgendwie meiner Meinung nach nicht die Lösung, die Verfolgung schärfer zu machen. Man müsste auch irgendwie sehen, wo ist da die Verhältnismäßigkeit. Ne? Und wie gesagt, meiner Meinung nach muss man da halt umdenken und wenn der Künstler seinen Song für 50 Cent ins Netz stellt und bekommt dann auch die vollen 50 Cent, meinetwegen, jetzt wäre ja der Extremfall, dann muss er auch nicht so viele Kopien verkaufen, da hängt keine Musikindustrie dazwischen. Die Musikindustrie braucht dann keine Lobbyarbeit zu leisten, weil die gibt's dann ja nicht mehr, die ist ja im Grunde genommen überflüssig. Weil, warum gibt es im Moment irgendwie so Hitlisten und Top-10-Alben und so. Und es gibt irgendwie eine gewisse Anzahl von Künstlern, die irgendwie im Moment innen sind oder oben auf der Spitze sind. Also sogenannten Pop heißt das ja. Ne? Pop heißt ja Populärmusik. Ja. Und die sind ja quasi nur deswegen oben, durch die große Macht der Musikindustrie zusammen mit der großen Macht der Medien, weil dann Deutschland sucht den Superstar und so weiter, das läuft ja alles in einem geschlossenen System ab. Und das Internet steht jetzt so ein bisschen gegen dieses geschlossene System im Widerspruch, weil ja jeder das hochladen kann, was er will. Und ich meine, wenn man das Ganze ein bisschen freier gestalten würde und mal diese archaischen Methoden der Musikindustrie vergisst, dann braucht man im Grunde genommen gar keine Musikindustrie mehr. Naja, vielleicht Veranstalter, nicht? Diese ganzen Konzerte und den Managern und so weiter, die wirst du immer brauchen, ja. Günther, da ist es aber auch so, dass bei den Veranstaltern oder bei den Veranstaltungen selber oder wenn es jetzt ein Konzert ist oder was, da ist es ja auch so, dass die Leute dann da Eintrittsgeld bezahlen für die also das läuft ja anders. Das hat ja mit dem Internet nichts zu tun. Das ist ein ganz anderer Markt. Ne? Darum sage ich ja, die Idee müsste ja ein bisschen anders laufen, nicht? Nicht eben etwas verschärfen und strafen, sondern zu sagen, vielleicht, dass das Werbung sind. Sollen sich die doch alle den Song runterladen und dann sagen sich genug Leute, ey cool, die schaue ich mir aber jetzt auf ein Konzert an. Das stimmt, das kommt auch noch dazu. Also, wenn ich es natürlich offen verteile und das gefällt den Leuten, dann scheren die das auf Facebook und das bekommt einen größeren Bekanntheitsgrad und dann macht die Band irgendwo ein Konzert die alle Leute, und alle Leute gehen hin und bezahlen dann da das Geld, was sie jetzt im Internet vielleicht nicht bezahlt. Und sagen, wenn es gut ist, hey, super, und dann das nächste Konzert wird größer. Richtig. Und wäre auch ein Denkmodell, nicht? Ja. Aber wie gesagt, um das geht es ja gar nicht, um die Künstler. Es geht um diese Lobby, die da mitschneiden, die wieder Geld machen, obwohl die genau nichts machen, null beitragen zu dem Ganzen, ja, sondern einfach wieder nur die Macht haben, genauso wie die Banken, ja, die nichts beitragen zur Wirtschaft, aber die Macht haben, weil sie das Geld haben. Das ist das Problem. Da ist was war dran, Günther. Ein Systemfehler, ja. Doch genau das. Da haben wir einen anderen Systemfehler, nicht? Und die einzige Idee, die ihnen einfällt, ist natürlich Strafen und Verschärfen und Kontrolle. Jeder weiß, dass man mit Strafen nicht immer was erreichen kann. Ja, wir wissen auch, wie da Alkohol verboten war in Amerika, haben sich einige Leute krumm und dämlich mit Schmuggel verdient. Und da
eine Parallele dazu. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wie diese ersten Kaufportale aufgezogen worden sind im Internet von der Musikindustrie. Da waren ja die Titel in einem proprietären Format, die waren geschützt. Man konnte die nur so und so oft downloaden, konnte die nur auf so und so viele Geräte spielen. Und wenn man es versäumt hat, die Lizenzschlüssel zu sichern, konnte man diese Titel wegschmeißen auf einem oder auch nicht auf einen anderen PC rüber kopieren, selbst wenn es im eigenen Haushalt ist. Und da haben sie dann aber gemerkt, dass die Leute nicht so dämlich sind und das fressen, sondern die Leute haben sich dann halt die MP3s auf anderem Wege besorgt. Sodass also auch da jetzt die Musikindustrie dann gemerkt hat, Mist, können wir so nicht machen, ne? Also die einzelne Person kann da ganz viel bewirken. Ja, bitte. Ja, weil das gerade gefallen ist mit dem Kopierschutz, also das ist auch so ein Thema zum Beispiel. Mein DVD-Player spielt die neuesten Videos nicht mehr. Ich muss sie vorher quasi kopieren, was ich sowieso immer mache, wenn man diese ganzen Menüs und Vorwerbungen und Vorspann, den du nicht überspringen kannst, auf die Nerven gehst. Aber wenn ich mir jetzt eine DVD kaufe, kommt zuerst aus dem Computer, wird kopiert und dann kommt es auf den DVD-Player, weil mein DVD-Player die Original-DVDs nicht mehr abspielt, nicht? Und das hatten wir schon einmal, wo gewisse DVD-Player einfach gewisse DVDs nicht abspielen konnten oder auch Autoradios Musik-CDs original nicht abspielen konnten. Aber so kriminalisierst du dich wieder, weil du darauf bestehst, die neuen Inhalte auf deinem alten Gerät gucken zu wollen. Ja, das ist auch wieder so ein Thema. Und es ist auch so, dass der illegale Downloader hat ja total den Vorteil davon, dass er nicht das Original sich holt, wie Günther jetzt schon sagt, mit der Werbung und so. Das heißt also, der lädt sich... schon aufbereitet. Ich werde gestraft. Ich werde zweimal gestraft. Ich kaufe mir das Teil und habe dann noch die Arbeit, dass ich es kopieren muss. Hallo. Genau, und dass ich die Werbung zwangsweise angucken muss, weil die lässt sich teilweise ja auch nicht wegdrücken dann auf den Abspielgeräten. Und dass es dann vielleicht irgendwann nicht mehr funktioniert, weil es halt auch kein offenes Standardformat, so dass man also auch Gefahr geht, man hat etwas gekauft, man darf es ja auch nicht kopieren, also darf man schon, weil Privatkopie, aber man darf dabei den Kopierschutz nicht umgehen. Also kriegt man es normalerweise gar nicht kopiert. Der also, war gut, ja. Ja, also jetzt hätte ich nochmal eine Frage an euch, Jan, wenn wir jetzt gerade von Kopie und Kopierschutz reden. Dass diese Filme ja gerade irgendwie gerade rausgekommen sind und schon ein paar Stunden später irgendwie in diese Online-Portale dann getauscht werden. Oder vorher. Oder vorher schon. Dann ist die Frage, wenn du, dann ergänze ich noch die Frage, auf welchem Weg kommen die denn? Wo werden die denn illegal? Werden die irgendwie in welche Kinos abgefilmt oder wie funktioniert? Wie kommen die, auf welchem Weg kommen die eigentlich illegal auf ins Netz? Also die meistens ist es ja so, die Filme, die du vor dem Kinostart ja schon findest und guckst, die sind ja meistens schon in einer sehr besonders guten Qualität. Also das liegt ja den Schluss nahe, dass solche Filme ja vorab schon mal in irgendeinen Umlauf kommen, meinetwegen testweise, wie auch immer, dass man irgendwelche Geschäftsmodelle drauf aufbauen kann, wie muss Werbung geschaltet werden etc. Und dass diese DVDs eben vorher schon kopiert werden und ins Netz gestellt werden. Ja, ich habe Vorabversion. Es gibt ja Vorabversionen von Filmen, die zum Beispiel zur Bewertung an die Presse geschickt werden oder die zum Review an irgendwelche Kritiker schon vorab geschickt werden, damit die also direkt zum Kinostart in den Startlöchern stehen können. Das ist auch eine mögliche Quelle. Dann werden die Filme natürlich auch im Kino abgefilmt und dann werden die auch auf dem Projektorsystem beim Kino, manche Kinobetreiber sind dann diejenigen, die das... Also es gibt die verschiedensten Wege, wie eine Kopie oder wie eben der Film ins Internet kommt, bevor der überhaupt ins Kino oder dann zum Verkauf vorgesehen war. Nur eine kurze Frage. Nur ganz kurze Frage noch. Ist das denn theoretisch oder machbar oder möglich, dass man, während ich das abfilme, gleichzeitig dann auch nach YouTube schicke, nicht nach YouTube, gleich zum so Portal schicken, während also ich gleichzeitig schauen und gleichzeitig senden? Das würde ich nicht machen, aber es geht natürlich. Also, das geht auch. Also, technisch ist das alles kein Problem. Du musst nur eine Internetverbindung haben in dem Kinosaal und dann kannst du das quasi direkt live irgendwie ins Internet streamen oder so. Klar. Okay. Bitte. Ich hatte einen Bekannten, von dem habe ich auch einen Film bekommen, da hast du noch die Zeit unten mitlaufen, weißt du, für Schneiden und so weiter. Also der war noch nicht einmal am Schneidetisch, der Film.
Aha, ein Rohling, sagt man dazu, Rohling, aber. Ja, na, wo sich da, glaube ich, diese ganzen Produzenten und Regisseure das einmal reinziehen und sagen, das wird rausgeschnitten, das wird rausgeschnitten. Darum haben sie immer auch unten da immer diese Timeline mitlaufen. Und ja, also da sind die Lecks ganz woanders auch natürlich nicht. Da steckt wahrscheinlich eine Menge Geld dahinter. Ich möchte nicht wissen, was Ja. das kostet, seine Kopie von irgendeinem Typen zu Ja. kaufen, der da Zugang dazu hat, weil wenn sie den erwischen, dann Ja. jo. Kommen wir nochmal zu ACTA zurück. Und zwar, es gibt es ja, wie gesagt, so eine Unterschriftpetition, die der Zielsetzung habe ich auch im Internet gelesen. Ziel war 500.000 Unterschriften zu sammeln und der jetzige Stand habe ich vorhin nochmal nachrecherchiert. 2,4 Millionen. Mein jetziger Stand war 1 Million. Jetzt verbesserst du mich. Wir sind schon mal auf 2,5 Millionen. 2,4 fast, ja. 2,4. Also da sage ich einfach ein Wahnsinn. Und dann wäre mal die Frage an euch alle jetzt von oben nach unten, egal wie, was haben wir für eine Chance? Setze ich ACTA durch? Ja oder nein? Bitte, das wollt ihr noch nicht. Nein. Ja. Die anderen? Doch, doch, das wird sich durchsetzen. Denke ich auch. Entweder in der Originalform wird es noch unterschrieben, oder es wird dann nochmal irgendein Detail geändert und dann als angeblich ganz neues Abkommen durchgewinkt oder so. Ja, wie damals mit dem Lissabonner Vertrag. Aber dann, also, ja. Ja, wir haben hier auch aus dem Chat gesagt, der eine sagt, klar, setze ich das durch. Ja. Also die Mehrzahl glaubt doch irgendwie, dass dann die Leute da. Ja, gleiche Form auch immer. Dementsprechend müssen wir abwarten, wie sich das verändert oder was aber auf uns zukommt. Ja, wie gesagt, das ist einmal der erste Schritt, auch wenn in aufgeweicht und abgeänderter Form, und das wird dann wieder ein bisschen verschärft und noch ein bisschen verschärft und wieder ein bisschen verschärft. Ja. Und dann kommt die Fußball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, dann wird abgelenkt und dann wird entschieden. Und dann Genau so wird's irgendwann, kommen, ja. ja, sicher, und dann irgendwann haben wir dann unsere Netzüberwachung und Netzsperren im großen Stil und dann geht's los mit der Klagewelle. Ja, Ja, ich und denke, dann der wird's ist dann bald passieren. bereits Bereiten Sie diesen sich vor. vor. Ja, so einfach funktioniert unser System, dass wir das wissen. Ja. Denn so, dass einer von euch das mal so dran gedacht hat, vielleicht für ACTA auf die Straße zu gehen, so mitzuprotestieren? Hat einer schon mal diesen Gedanken gehabt von euch? Also Okitok ist live Ja. dabei und berichtet darüber. Wir machen dafür eine Menge, dass ACTA Ja. nicht in dieser Form nach außen hin getragen wird. Ja. Und soviel ich weiß, hast du da einen Bezug zu Düsseldorf gehabt? Ihr habt da von Düsseldorf berichtet. Erzähl uns mal was darüber. Wie war das denn am 11.2., wo ihr da vor Ort war? Erzähl uns mal Ja, ein also bisschen. vor Ort, wir waren hier auf Okitok und wir haben die Livestreams abgetastet von Düsseldorf, Freiburg und Zürich und Ja. haben auch den Piratensender zum Teil abgetastet, was dort berichtet worden ist. Es waren bis zu 20.000 Menschen in München gewesen und auch noch in anderen Städten. Düsseldorf waren es 6.000, Freiburg, glaube ich, waren es 3.000 und in Zürich relativ wenig. Kann man eigentlich Also. davon sprechen, dass die Piratenpartei einer der größten, so die sich da einsetzen, also gegen ACTA? Kann Ja, das, habe ich ist ja das ihr richtig mitbekommen? Ja? Teamfeld. Ja, also die machen sich da irgendwie stark dafür. Ja, natürlich. Und diesbezüglich findet nächste Woche am Samstag auch in Hamburg eine Demonstration statt. Und ich denke mal, das breitet sich noch ein bisschen aus bis dahin. Hoffe ich zumindest. Ja. Oh. Ja, Ja, jetzt anderthalb. Ja, bitte. Über den Nutzen von diesen Protesten kann man sich natürlich, also man muss die Menschen darauf aufmerksam machen, aber verhindern wird das, wenn dann wird man das dadurch nicht können, ne? Das ist einfach so. Ja, aber man sollte es schon aus dem Grunde nicht zulassen, weil wir Menschen unsere Freiheiten einschränken. Wir dürfen nicht mehr. Ja, Wir sicher. haben seit 1945 dafür gekämpft, eine offizielle Demokratie zu haben, endlich frei reden zu dürfen. Jetzt kriegen wir wieder einen Korken in den Mund gesteckt. Leute, nee, und das müssen wir uns alle mal bewusst machen. Das darf nicht passieren. Also, ich würde gerne was dazu sagen. Also, ich glaube, es fängt sogar schon
da an, wenn man sich entweder suggeriert, dass man sowieso nichts mehr dagegen tun kann, oder wenn man sich suggeriert, dass man ja wohl noch was dagegen tun kann. Also da fängt es meiner Meinung nach ja auch schon an. Also ich sage mal einfach probieren. Einfach wirklich auf die Straße gehen und probieren. Dann kann ich zumindest sagen, ich hab's probiert. Oder zu sagen, es bringt nichts. Also es zeichnet sich schon ein gewisser Erfolg ab. Man sieht also einfach, man kann ja im Internet verfolgen. Es gibt schon Erfolgserlebnisse. Die auf die Straße gehen, wenn immer mehr. Und die andere Länder oder irgendwie Staaten fangen an zu zögern. Also es gibt schon eine bewegende Momente der Nachdenklichkeit. Die erreicht man auf jeden Fall dadurch. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Protesten. In Stuttgart 21 haben wir ja zum Beispiel erlebt, der ganz große Protest gegen den Bahnhof, wo es dann die Volksabstimmung gab und wo die Volksabstimmung dann verloren wurde. Ja? Also es gibt ja auch noch den ganz großen Teil der stillen Mehrheit. Und ich sehe das so ein bisschen so ähnlich wie, ich glaube, einer der von der Piratenpartei hat das mal gesagt. Du kannst eigentlich nicht mehr machen, als die Menschen möglichst bestmöglich darüber informieren. Das ist also auch deswegen ist es natürlich wichtig, dass das Internet frei bleibt, dass man irgendwie die Menschen. Ja, bitte. Sorry, ich wollte nur sagen, es gibt ja den Spruch, ich glaube nicht, also ich glaube nur der Statistik, die ich selber gefälscht habe. Ich würde den noch ein bisschen anders abwandeln. Ich glaube nur der Wahl, die ich auch selber gefälscht habe, ne? Und in dem Moment, weil man ja sieht, dass das System grundweg schon mal irgendwie scheiße ist, weil ja hinten und vorne irgendwas nicht stimmt, muss man auch selbst da seinen berechtigten Zweifel hegen dürfen, ne? Man müsste den Hebel eigentlich woanders ansetzen, aber das ist wahrscheinlich völlig unrealistisch. Wir müssten, also das ist so ein langfristiges Ziel. Man müsste irgendwie dafür sorgen, dass der kleine normale Mensch wieder mehr Einfluss bekommt. Hm? Ja, und vor allen Dingen besser gegen die Willkür oder die große Macht der Großen, ja, auch besser geschützt wird. Ja, genau. Ja. Ein bisschen verantwortlich, aber ist egal. Wir kommen schon irgendwie. Also gut, kommen wir nochmal hier auf diese ganze Geschichte Urheberrechtsverletzung einfach nochmal zurück. Ja, bitte. Jetzt sollte die Landesregierung in Stuttgart zu jedem Bürger gehen, der für Stuttgart 21 gestimmt hat und sich einen Blankoscheck für die Bahn abzuholen. Nur das tut weh. Bitte geschrieben, Dankeschön. Also nochmal zu Stuttgart 21 will ich ja sagen, das Volk hat ja dann entschieden und ich gehe mal schon davon aus, dass die das schon im Namen des Volkes war, diese Entscheidung. Und, angeblich. Also es gab ja vorher Diskussionen und so viel ich weiß, hat man sich ja lange verwehrt, das Volk zu fragen, weil das ja irgendwo nicht zwingend ist. Also diejenigen, die da Investoren haben, mussten wohl nicht das Volk nicht fragen. Es gibt kein Gesetz irgendwie, das Volk fragen zu müssen. Letztendlich haben sich aber dann gefügt und das Volk hat eindeutig, weil ich war die prozentuale Überstimmung war ja eindeutig auf Seite des Volkes, dass sie das wollten. Ich war auch übrigens überrascht. Man dann letztendlich akzeptieren. Bitte. Es gibt da auch ein Problem bei Stuttgart 21, dass ja das ganze Land befragt werden musste. Und dass es eigentlich ja nur direkt die Menschen angeht, die in Stuttgart und Umgebung wohnen. Das ist ja auch wieder noch so eine Sache. Man hätte ja eigentlich eine Volksabstimmung in Stuttgart machen müssen, im Grunde genommen, was ja nicht möglich war. Ja, und ich finde, das ist sogar ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt gewisse Sachen, die das Volk entscheiden sollten, aber Stuttgart 21 geht erstmal die Region Stuttgart-Baden-Württembergs erstmal an. Und maximal hätte man das Bundesland Baden-Württemberg meines Erachtens befragen sollen und nichts anderes. Das wurde doch befragt. Nur das Land Baden-Württemberg nicht auf Deutschland bezogen. Okay, dann finde ich das in Ordnung, wenn die Baden-Württemberger das entscheiden. Das ist ihr Bundesland, muss man das hinnehmen. Ne? Es ist nur die Frage, ob es wirklich richtig ist, was dort ausgezählt worden ist. Aber das kann ich nicht anzweifeln. Also das. Ja, aber dann muss man auch eigentlich auch wieder das Ganze erweitern. Dann müsste man im Prinzip eigentlich auch das gesamte Volk von Deutschland befragen. Ja, weil das finde ich nicht. Weil ja auch mitunter die Steuern, nicht die Steuern, weil die Gelder, die damit die das Projekt finanziert haben, die werden ja auch durch Transferleistungen
von anderen Bundesländern ja mit. Naja, Brummi, dann mal ganz ehrlich gesagt, die Bundesrepublik Deutschland hätte dieses Projekt erst gar nicht anfangen dürfen, weil die Bundesrepublik hat ja kein Geld. Also alleine schon, dass überhaupt man darüber debattiert, ist nicht zeitgemäß. Dann hätte man auch sagen können, wir warten noch 10 Jahre. Punkt. Naja, das ist müßig, weil die Bundesrepublik steht mit, was waren das, 1,5 Milliarden Euro sowieso in der Kreide. Demnach dürften wir gar nichts mehr anfangen. Wir müssen ja irgendwas anfangen, um die Wirtschaft anzukurbeln, weil wir sonst irgendwie nicht, beziehungsweise eigentlich ist das falsch. Eigentlich müsste man dafür sorgen, dass man die Schulden abbaut. Aber so nach der aktuellen Art und Weise, wie es also seit, ich glaube, 40 Jahren läuft oder so, hieß es immer, wir müssen die Wirtschaft ankurbeln und um unsere Schulden dann durch die Steuern wieder refinanzieren zu können. Ne? Aber das geht jetzt schon alles sehr weit steuerpolitisch. Es geht sehr, sehr weit. Das ist ja das Hamsterrad, nicht? Wenn du die Wirtschaft ankurbeln willst, musst du dir Geld ausborgen von privaten Banken als Staat, um deine Zinsen zu zahlen können, die du vorher schon aufgehäuft hast. Machst du es nicht, kannst du die Zinsen nicht zahlen, nicht? Ja, das ist ein Teufelskreis, der da in Gang gekommen ist, sicherlich, ja. Ja, ich würde nochmal, wir haben hier ungefähr noch 20 Minuten bis 10 Uhr, bis 22 Uhr. Ich würde nochmal gerne auf Thema ACTA zurückkommen. Ich habe nämlich noch hier zwei Punkte, die ich mit euch gerne bespreche. Ist ja, wird ja in dem Bereich Poster, also Festplattenspeicher externe hier, wo die ganzen Filme ja irgendwie hin versendet werden oder gelagert werden, gerne so der Vergleich gebracht mit der Bundespost zum Beispiel, dass die Bundespost ja auch Pakete und Briefe verschickt, wo ja auch keiner weiß, was für ein Inhalt. Das heißt, da sind ja auch teilweise illegale Sachen drin. Also warum wird dann die Post nicht bestraft? Für Förderung einer kriminellen Geneinigung im Vergleich, wo die Freiläufer mit den Festplatten, mit diesen Filmtauschbörsen, während denen man nachsagt, hier, du förderst ja eine kriminelle Vereinigung. Das ist ja die Dienstleistung, die die Post erbringt selber, und die hat ja nicht primär was damit zu tun, jetzt darauf zu achten, was transportiert wird, sondern einfach nur der Transport an sich ist ja jetzt da Dienstleistung. Ja, das machen ja diese Download-Server genauso. Falsch. Die machen doch nichts anderes. Falsch. So, bitte. Die bewerben quasi den illegalen Upload und tun sich auch mit Betreibern von, es gibt ja noch eine schlimmere Variante, es gibt ja noch die bezahlten File-Hoster, wo man also, die also auch gar keine kostenlosen Downloads oder Uploads anbieten. Also man wird quasi animiert dazu, eine Straftat zu begehen von diesen File-Hostern. Hat man den da schon nachgewiesen? Oder, nein, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Achso, das ist dein Eindruck. Das ist ja nichts anderes als Werbung. Die Post macht auch Werbung. Ja, die Post macht aber keine Werbung für illegale Pakettransporte oder so. Also sagen wir so, die Post, die tut ihr Volumen, also das Transfervolumen, nicht dadurch aufstocken, damit sie irgendwie den Leuten, die was verschicken, auch noch eine Provision anbieten. So. Geben wir doch mal eben ganz kurz neun, wir könnten sofort wieder weiter fortsetzen. Dem Wale, wir begrüßen dich, Wale, zum Thema hier, das letzte, was wir gerade angesprochen haben, Thema ACTA. Bitte, das war dann dich, Wale. Also ich höre die ganze Zeit ACTA und File-Hoster und Rechte, Urheberrecht. Aber ich denke, die Frage ist noch nicht geklärt für jeden, ob es denn ein geistiges Eigentum überhaupt geben kann. Ja, das ist eine berechtigte Frage, das stimmt. Musst du uns begründen, warum es dann denjenigen oder uns absprechen willst. Bitte, was hast du für ein Ersatz irgendwie, Ersatzmodell? Ja, also ich verstehe ja, dass wenn ein Künstler eine Schallplatte rausbringt, dass dann nicht irgendwer herkommt und es kopiert gleich und dann auch das Geld einstreicht. Das ist ein bisschen ein Widerspruch. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir also davon ausgehe, das hängt auch mit der Glaubenseinstellung zusammen, sobald es praktisch diese Idee auf die Welt kommt, ja, und ich die einem mitteile, dann ist es ja praktisch schon gar kein Eigentum mehr. Also diese Idee ist in der Welt und jemand will damit Kasse machen, ja. Muss man doch ganz klar so sagen. Ist das überhaupt legitim, ja? Oder wie seht ihr das?
Also erstens, das ist ja, da möchte ich kurz mal was einwerfen. Da gibt es interessante Dokus auch über die Erfinder, großen Erfinder dieser Welt. Und da hat sich herausgestellt, dass die gar nicht die Erfinder waren, sondern die waren die, die die Idee geklaut haben und dann patentieren haben lassen und die Kohle eingestreift haben und jetzt auch noch als Erfinder gelten. Ja. Das war ganz oft so, weil die Erfinder meistens selber kein Geld haben, um das zu vermarkten. Und die, die das Geld haben, bedienen sich dann von den kreativen Menschen. Und dann haben wir noch das Problem. Dann haben wir noch das Problem mit den Patenten. Also es führte dann, wie eben schon angeschnitten, dazu, dass irgendjemand das Patent anmeldet. Also es kommt natürlich jetzt ganz darauf an, um was es sich hier handelt. Ob es sich jetzt um Software handelt oder ob es sich jetzt zum Beispiel um Medikamente handelt, Thema Generika. Ne? Es ist also so, dass das Ganze auch wieder zu Patenten führt und der das Patent hält, hat dann eine gewisse Gewalt darüber, dass er auch ähnliche Produkte verbieten lassen kann, wie diese Apple-Samsung-Geschichte jetzt zum Beispiel. Ne? Ja, das ist eine interessante Sache. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Schwachsinn schlechthin. Ja, es ist jetzt die Frage, ist das legitim oder ist es nichtig? Ist von Anfang an ein Ad acta nichtig und geht man da nicht den richtigen Weg, wenn man sagt, man bricht diese übergestülpte Vereinbarung und begibt sich dann freiwillig in den rechtsfreien Raum? Das ist meine Meinung. Ich finde, du hast völlig recht, man müsste auch mal überlegen, erstmal sind diese Patente und so weiter ja erstmal nur dafür da, um sich das, Nutzungsrecht dieses Produktes jetzt für sich anzueignen und es zu produzieren und zu verkaufen. Ne? Aber wer sagt einem denn, wenn man das jetzt mal ein bisschen tiefer behandeln möchte, dass diese Idee, die dieserjenige jetzt hatte, nicht auch an anderer Stelle zur gleichen Zeit auf einem anderen Teil der Erde nicht zur gleichen Zeit auch dort entstanden ist. Nur der eine, der hat eben die Chance ergriffen und war jetzt der Erste meinetwegen am Patentamt. Da gab es ja nämlich auch schon mal... Das gibt's öfter sowas, dass an gleicher Stelle das gleiche Produkt entwickelt oder erfunden wurde. Das gibt es. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das gibt es in der Geschichte, gibt es das eigentlich. Also allein schon daher herrscht dann ja Ungerechtigkeit auf Urheberrecht. Das kannst du gar nicht so. Ja, weil man einfach viel zu exzentrisch eigentlich ist. Ja, also im Prinzip sind alle Menschen irgendwie viel zu sehr ich fixiert und exzentrisch und begreifen vielleicht nicht eine gewisse, nennen wir es mal, übergeordnete Ordnung oder sowas. Aber Phobos? Ja. Ich wollte noch mal sagen, bei Patenten gibt es auch ganz oft das Problem, dass Patente auf Trivialitäten gemacht werden. Also das schlimmste Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, jemand patentiert sich das Rad. Ja? Also die Idee des Rads, das wird nicht gehen, das wird von den Patentämtern wirklich als Trivialität abgewiesen. Aber es gibt gerade auch im Bereich der Softwarepatente, die es ja hier in Europa so nicht gibt, aber in Amerika, werden dann so Sachen patentiert wie die Funktionsweise der Computermaus oder der bestimmte Layouts von Keyboards und Tastaturen und solche Geschichten. Ne? Also ja. Dann gibt es aber wiederum auf der anderen Seite, also ihr habt führt immer, also ein paar von euch haben mal das Argument angeführt, eine Idee kann an zwei Orten gleichzeitig entspringen. Wenn es ein sehr komplexes Thema ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Softwarelösung mache oder ich mache ein komplettes Auto, dann ist es so, dass es auf keinen Fall auftauchen kann, dass zwei Leute unabhängig auf der Welt an einem Auto arbeiten und das dann exakt irgendwie gleich ist oder so. Ne? Aber genau solche Beispiele gibt es aber, wo solche gut, komplexen Dinge... Die Autos funktionieren doch alle gleich immer. Die funktionieren alle gleich. Also Moment, man muss jetzt mal davon ausgehen, auf die Büroklammer gibt es ja auch ein Patent. Doch, ich sag mal, im vorangeschrittenen Menschheitsentwicklung kommen zig Leute auf die Idee, so eine Büroklammer zu machen. Mit welchem Recht sagt jemand, das ist mein Eigentum? Und man müsste das noch weiterdenken, man müsste mal überlegen, was bringen eigentlich diese gesamten Patente für uns als Menschheit im Ganzen? Ja, im Prinzip müsste man überlegen, wir sollten genau solche Systeme abschaffen, weil wir uns als Menschheit irgendwo erweitern wollen und entwickeln wollen. Ja, und diese ganzen Sachen beschränken uns sehr. Was bringt uns das? Da möchte ich doch mal drauf antworten, weil ich bin auch Geschäftsmann. Also wenn du eine gute Idee hast, dann möchtest du nicht, dass du investierst ja viele, viele Stunden, viel Geld.
Du möchtest einfach diese Arbeit, die du investiert hast, die möchtest du ein bisschen. Ja. Aber diese Idee für dich schützen, aber ansonsten kommt ja der eine listig arbeiten und sagt, ja. Ich warte mal, bis der Brummi das entwickelt und dann gehe ich da hin und kurz vor 12 klaue ich ihm das dann. Schau mal, die verstehe ich, ja, verstehe ich voll und ganz. Ja. Aber diese Idee, sich dieses Recht für sich anzueignen, die entsteht doch erstmal nur, weil man einen Mangel hat, ja. Weil man einen Mangel hat, braucht man jetzt eine Idee, um diesen Mangel auszubessern sozusagen, damit man irgendwie irgendwo Gewinn macht, ja. Aber wenn gar kein Mangel erst entstehen könnte, dann bräuchte man seine Idee auch nicht für sich zu behaupten sozusagen. Also es berührt jetzt praktisch die Frage nach Kommunismus, Kapitalismus und den darunter zugrunde liegenden Materialismus, ja? Also die künstliche Verknappung, und damit treibt man die Leute zum Arbeiten, zum Ideen haben, aber sofort zu verdinglichen und zum Profit maximieren. Genau. Ja, aber inwieweit ist das nicht eine geistig eine Bremse? Also wir sehen es an Linux. Linux ist jetzt eine Konkurrenz für Microsoft und keiner beansprucht es als Eigentum. Halt. Da darfst du natürlich nicht vergessen, dass es mal einen Rechtsstreit gab zwischen der Sco-Gruppe und ich glaube Novell irgendwie um irgendwelche Sachen, die das Unix-Betriebssystem, was ja quasi ein quasi Vorgänger des Linux-Betriebssystems war. Also da muss man vorsichtig sein. Aber ich finde auch, gerade jetzt so im Bereich Open Source oder im Bereich freier Musik, was es ja auch gibt, es gibt ja diese Creative Commons Lizenzen, wo man dann sagen kann, ich veröffentliche mein Werk frei im Internet und muss ja da auch nichts mehr herstellen. Das ist ja auch ganz wichtig, weil eine digitale Kopie erfordert jetzt nicht, dass irgendwas hergestellt wird, außer Strom. Und dann ist es eben so, dass jetzt habe ich den Faden verloren. Ja. Was hatte ich gerade noch mit angefangen? Das heißt, was ich sagen wollte, es beruht auf Basis des gegebenen Systems die Idee, das Verfahren, eine Idee zu vermarkten, ja, also dem Geld zu unterwerfen. Aber ist die Idee nicht über der Materie anzusiedeln? Darf ich dazu kurz einmal einwerfen? Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen einer Idee einer Büroklammer, wo einer gesagt hat, er biegt sich ein Stückchen Drahtzeug und das ist super, oder ein Post-it, wo einer auf die Idee gekommen ist, er macht irgendwie einen Klebestreifen hinten drauf und tut das auf einem Blog, ja, was sicher 100.000 Leute vor ihm schon gemacht haben. Also einer einfachen Idee oder eben etwas, wo ich wirklich forsche und entwickle, Geld hineinstecke und natürlich dieses Geld ja dann auch wieder zurückhaben will, nicht? Also, was spricht denn eigentlich dagegen? Guck mal, die Büroklammer. Jetzt kommen wir auf das Beispiel. Die gab es jetzt schon, aber keiner ist auf die Idee gekommen, sie sich über Patent schützen zu lassen. Bin ich doch so clever. Um sie zu vermarkten. Wenn ich doch so clever bin und sage, guck mal da, die sind alle doof, ich komme daher, lass mich patentieren, kann ich damit Geld verdienen? Da spricht doch nichts dagegen eigentlich. Wenn doch jeder hätte das doch auch machen können. Doch, ja, aber das ist ja dann wieder die Gier. Da spricht er dann wieder nur die Gier aus einem. Um das zu sehen, guck mal, da hat das jemand schon entwickelt, aber ich das jetzt an den Mann sozusagen, um damit Geld zu verdienen. So. Ja, und wenn ich jetzt irgendwo sitze und habe keine Ahnung von Büroklammern und brauche aber zufällig eine und biege mir ein Draht so und sage, so könnte es gehen, das ist praktisch, dann bin ich dann ein Verbrecher. Genau. Ja, naja, du hast es noch nicht verkauft. Aber nun ist das ja nun mal legal. Wenn ich mir das patentieren lasse, habe ich das Patent drauf und du musst dann mir Lizenzen bezahlen, wenn du die dann irgendwie nachmachst. Ja, dann kommt dein Sitznachbar im Büro und sieht dann dir die Büroklammer, die du zurecht gebogen hast. Der sagt dann, ey, das ist aber illegal, und der zeigt dich an und der kriegt dann auch noch Recht, oder wie? Also das ist ja nur ist so, bitte. Der kriegt dann Recht, ja. Ob das natürlich, das ist, aber gut, pass mal, das sind ja Lappalien und ich gehe mal von aus, bei Lappalien kannst du das Gericht auch nicht irgendwie. Das war jetzt ein Beispiel. Ich habe hier eine Zuschrift aus dem Chat von OkiTalk. Patente muss es geben, sonst wird es nichts für kleine und mittelständige Firmen, weil die von den Großen geschluckt werden.
Richtig. Wiederum Kapitalismusgedanken und man braucht mehr als Kapitalismus heutzutage, möchte ich meinen. Ja, man muss die Systemfrage stellen. Schau, es gibt natürlich auch Patente auf lebenserhaltende Maßnahmen. Wer kann jetzt das verantworten, dass woanders Leute sterben, weil die sich nie, diese Patentgebühren nicht leisten können? Ist das moralisch überhaupt vertretbar? Ja, aber im knallharten Geschäft, da geht es nicht um Moral. Das ist unser Problem. Aber wir leben doch in einem System, wo das einfach erforderlich ist. Wir können uns ja diesem System nicht entziehen. Da wiederum muss die Systemfrage. Das ist eine Systemfrage. Noch einmal, wenn ich jetzt als Firma irgendwie, also ich entwickle etwas, forsche und investiere Geld und so, ich sehe, das funktioniert und baue auf dieser Forschung, auf dieser Dings eine Firma auf und dann klaut mir irgendeiner das und nur weil ich eben halt nur ein, weiß ich, 5-Mann-Betrieb ist und dann kommt ein großer Konzern und sagt, hör, das kann man ja um ein Zehntel des Preises herstellen und das kann es auch nicht sein, nicht? Ja und nein, weil bei bestimmten, dann hast du nicht genügend Know-how da reingesteckt, weil, also das ist natürlich wieder, jetzt geht es in Richtung Industriespionage und so, weil es werden ja auch so Geheimrezepte für bestimmte Sachen auch nicht veröffentlicht, sondern von den jeweiligen Firmen für sich behalten. Und das heißt, dann ist es natürlich wieder nicht frei zugänglich für die Gesellschaft und ist auch hinderlich. Aber es muss eben, man muss eben gucken, wenn ich jetzt als kleine Firma da was mir ein intelligentes Herstellungsverfahren ausdenke oder so, dann wird das von den Großen nicht direkt sofort kopiert. Und wenn es kopiert wird... Moment. Darf ich kurz... Ja, bitte, bitte. Bevor du jetzt mich da zerpflückst in dieser Richtung, ich habe das ja aus eigener Erfahrung. Ich habe in einer Firma gearbeitet, die lange geforscht hat, entwickelt hat und dann auf eine Idee gekommen ist, die technisch sehr leicht umsetzbar ist, ja. Und wenn du das Ding gekauft hast, da war nichts Tolles drin, das war einfach Elektronik, ja, das kann da jeder Bastler nachbauen, ja, das kannst du beim Konrad kaufen im Prinzip. Aber bis dato ist da keiner drauf gekommen. Naja, das ist ein generelles Problem. Also das mit der Systemfrage kann ich schon gut verstehen, weil dadurch, dass wir überhaupt in der Situation sind mit dem Kapitalismus, dass wir forschen, wir forschen ja eigentlich deswegen und stecken da viel Geld rein, weil wir hoffen, dass wir das wieder refinanzieren können, nicht wahr? Ja, aber eben dann drum dein Beispiel, was du gesagt hast, Samsung, Apple, das finde ich lächerlich, wo dann Apple Samsung verklagt, weil die das Telefon gleich ausschaut. Ja, Entschuldigung, wie soll dein Telefon heute ausschauen? Ein viereckiges Kastel, nicht? Ne, noch ja, nicht. Patentgebühren werden zum großen Teil auch gefördert von Bund, Land sowie auch die Kreise, wird hier geschrieben. Ja, ich möchte noch mal gerne zu diesem Gerichtsurteil. Das war ja, weil sie das System erhalten wollen, deswegen wird es gefordert. Das wollte ich auch noch mal gerne drauf eingehen, über das Gerichtsurteil in Düsseldorf. War das ja, wo ja Apple den Samsung-Konzern verklagt hat wegen das iPad, weil irgendwie die Ähnlichkeit von Samsung zu ähnlich war. Irgendwie sehen die Geräte doch alle gleich aus und muss ich ehrlich sagen, dazu kommt ja, dass Apple irgendwie einen Marktanteil von über 60% hat und die anderen 40% teilen sich dann tausende von Anbietern. Also diese 40% hat Apple sowieso nicht und die bekommen da auch nicht, weil einfach der Markt sich dann die restlichen teilt. Und das ist ziemlich witzig, das Urteil. Und jetzt habe ich jetzt vor kurzem ein neues Urteil gehört, wo ich weiß nicht, ob das eine Revision war, wo das Gericht dann gesagt hat, die Ähnlichkeit ist doch nicht so entscheidend und Apple und Samsung dann auf jeden Fall die Klage abgewiesen worden. Ein anderes Urteil. Wo Apple jetzt Samsung verklagt hat. Ja, das läuft ja auch in verschiedenen Ländern und das geht genau immer um neue Produkte von denen. Ja. Dann bringt der eine mal wieder ein neues Produkt, fängt der andere wieder an zu klagen und so. Das ist ein endloses. Und dann das Interessante noch, in Apple iPads sind Lizenzen von Samsung auch drin. Und das tut ja auch hier Samsung, dass da Lizenzen verbaut sind, die Samsung gehören. Das ist ganz interessant. Das ist ja so verschachtelt. Die sind ja alle untereinander irgendwie mit Lizenzen verbunden. Diese ganzen Leute. Da kommt wieder jemand. Bitte, Sven. Sven, das Wort an dich. Ja, darf ich noch mal kurz was sagen? Ganz kurz. Wir haben ja gleich 22 Uhr und der Moderator Mondsucht würde ich gleich noch mal darum bitten, dass er hochkommt und seine Sendung noch mal ankündigt für Samstag. Dankeschön. Ja,
kann er ja gleich machen. Ich schließe sowieso pündlich. Also haben wir denn noch, hast du danach noch eine Sendung hier oder wie gesagt? Na, eigentlich offiziell geht's weiter mit unserem Sprich ist in die Weltraum und da können wir uns alle versammeln in Ruhe und noch ein bisschen plaudern. Ja, gut. Wir haben jetzt noch 6 Minuten, da würde ich noch gerne, also dass ich das auch formgerecht abschließe, das Thema und noch ein bisschen was dazu sage. Wenn ihr einverstanden, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt wie weit, warte mal, der Sven war ja gerade frisch, den haben wir gerade unterbrochen. Sven, du warst gerade, das war dann dich, Sven, bitte. Ja, wir diskutieren eigentlich jetzt die ganze Zeit über Medien und Pressebericht, Pressefreiheit etc. Aber es wurde kurz mal durch, es geht dann noch über andere Sachen hinaus. Zum Beispiel Saatgut, die ganzen Güter werden sowas von kompliziert verteuert über die Börsen zum Beispiel und Lebensmittel gehören eigentlich nicht an die Börse. Das heißt, ja, mit Lebensmitteln spekuliert man eigentlich nicht. Gut, ist das denn auch jetzt dem gerecht, was du gesagt hast, oder ist das hier, passt das jetzt um ein anderes Thema? Ist das auch eine urheberrechtliche Frage? Ja, natürlich. Doch, er hat es schon so richtig eigentlich eingeschätzt. Okay, gut, dann danke ich dir für deinen Beitrag. Dann, wenn ihr einverstanden seid, ich würde noch gerne eine Abschlussfrage stellen an euch, weil mich das auch so ziemlich neugierig oder beschäftigt, und zwar hier die Sache mit timschmitz.com hier von Mega Upload, und ihr wisst ja, dass der jetzt hier wieder eingesperrt ist. Und er behauptet ja von sich, er wäre ja nicht schuldig, oder zumindest ist es einfach sehr dicht verpackt, diese ganze Sache, die er vertreibt. Was glaubt ihr denn? Schuldig oder nicht schuldig? Und wird man ihn verurteilen oder wird er davon kommen? Das würde mich mal interessieren. Bitte, das als Abschlussfrage. Also ich denke, sie werden versuchen, ein Exempel zu statuieren. Ja, also er wird jetzt auch quasi zum Opfer gemacht. Opfer ja oder nein, aber prinzipiell glaube ich schon, dass sie da wirklich einmal ihre Macht demonstrieren werden. Also ich würde sagen, er ist nicht ganz unschuldig, aber wenn du es jetzt wirklich drauf auslegst, auf schuldig oder nicht schuldig, dann würde ich auch eher sagen, nicht schuldig. Ja. Ich würde sagen, schuldig im Sinne des Systems, aber nicht schuldig im Sinne der Menschheit. Wie würde das Volk entscheiden? Wie würde das Volk entscheiden? Im Namen des Volkes? Nicht schuldig. Oder schuldig? Schwere Frage. Ich persönlich sage nicht schuldig. Ich bin kein Richter. Also ich würde den Vergleich da wagen, ist ein Waffenhersteller schuldig, dass irgendwelche Menschen damit umgebracht werden? Ja, da müssen jeden Waffenvertreiber ja auch verurteilen. Also die sind ja dann auch nicht schuldig. Also da können wir uns so einige noch nicht schuldig. Gut, wir haben jetzt 56, ich bin hier durch, war total spannend mit euch, hat total Spaß gemacht, die Diskussion war nicht langweilig, ich habe auch viel dazugelernt. Ich würde sagen, ich danke für das Gespräch und die letzten paar Minuten lassen wir einfach mal so auslaufen. Vielen Dank, dass ihr, wie gesagt, so toll mitgemacht habt. Danke. Ja, dann